Ja, willkommen jetzt schon mal hier aus Balingen. Und da gastiert der OFC beim Balinger SC. Ihr seid früh dran, wir sind früh dran für euch. Und ich will ihn erst einmal begrüßen, heute mein Co-Kommentator, endlich mal wieder, Thomas Ohanka. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen an alle Kickers-Fans und ja, hier aus Balingen, aus dem kalten Balingen. Und die Laia, die macht uns die Regie, dafür herzlichen Dank. Und der Eugen, der steht ganz oben, der wird das Spiel dann schön für uns aufzeichnen. Thomas, was alle interessiert, das ist die Aufstellung der Offenbacher Kickers. Und du hast recherchiert und du weißt mehr. Erzähl's uns. Ja, also die Aufstellung haben wir mittlerweile bekommen im Tor. Überraschung Flauder. Dann haben wir eine Viererkette mit, also wir vermuten, dass so ist. Links Marcos, dann Karpstein, Chilnietzki und rechts Vetter. Davor dann Laprevot und Denis. Und dann haben wir den Tuma, Bojai und Firat und ganz vorne unser Fetschi. Also Davut Tuma, klar, in der Anfangsformation. Ja, das wird interessant werden. Und wir haben auch eine Ersatzbank. Das heißt, wir könnten noch mal nachlegen. Da hätten wir Angelo Tramontana mit dabei. Da haben wir Tim Diersen mit dabei. Marcel Sobotta könnte noch kommen. Jakob Lemmer, der bringt ja immer noch mal Schwung hinten raus. Dennis Husin-Basic, Elia Soriano für den Sturm. Und Lukas Albrecht, der wäre ebenfalls noch dabei. Den könnten wir noch bringen. Und heute haben wir einen schweren Gegner zu bespielen. Das ist der Balinger SC. Die sind sehr, 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 sehr heimstark. Ja, was sage ich, sehr heimstark? Sie haben hier noch nicht nur ein Spiel verloren. Nee, sie haben hier noch nicht mal ein Tor, ein Gegentor bekommen, Thomas. Das gilt heute zu knacken. Und du wirst mir sagen, so wie ich dich kenne, mit welchen Mannen sie das schaffen wollen. Ja, genau. Also im Tor spielt bei Balingen Müller. In der Abwehr spielen Rodas, den kennen wir noch, Lokai, Klein, Adam und Faller. Mittelfeld haben wir Heringer, Bischof Pipic und ganz vorne stehen Fischer und Faller hin. Fischer, Santiago Fischer ist im Augenblick führend mit zwei anderen in der Torschützenliste, auf den müssen wir besonders aufpassen. Faller hin, wenn es zum Elfmeter kommt, wird er ihn schießen, der hat bisher zwei geschossen, beide verwandelt. Ja. Was du alles weißt, lieber Thomas, da sind wir gespannt auf mehr nachher. Und wir wollten euch nur mal ein kleines Update geben. Wir haben ja noch viel, viel Zeit. Wir melden uns gleich wieder. Jetzt geht's aber erst einmal hier sozusagen raus in die Fangesänge der Offenbacher Kickers. Yeah.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen all denen, die eben noch nicht da waren, jetzt frisch eingetrudelt sind hier aus Balingen. Da gastiert der OFC beim Balinger SC, der hier ja, super heimstark ist. Zu Hause, zumindest auf dem Kunstrasen, noch absolut ungeschlagen. Was sage ich noch? Ohne Gegentor, blütenweise Weste. Naja, also das soll sich heute ändern. Das haben wir vor. Und wenn ich von wir spreche, dann ahnt ihr schon, ich bin nicht alleine da. Nein, Thomas Ohanka, der unterstützt mich. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen alle da draußen. Ja. Hier aus Balingen. Genau, und Thomas, du hast dich wieder wie immer vorbereitet. Du weißt zum Beispiel schon genau, wie der OFC spielen will und das würde uns auch interessieren. Verrat uns. Ja, die Aufstellung ist im Tor mit Flauder. Dann haben wir in der Abwehr links Marcos, dann Karpstein, Zielinski, Vetter. Davor Laprevot und Dennis. Dann Tuma, Bojai und Firat. Und im Sturm als Einsamer, so haben wir uns das gedacht, Fetschi. Ja, so ein 4-4 oder ein 4-2-3-1 System sozusagen, genau. Also Karpstein und Zielinski, klar, die sind ja ohnehin gesetzt. Rechts daneben Vetter, links Marcos. Also das sieht eigentlich nach einer sehr, sehr stabilen Abwehr aus. Davor auf den Sechserpositionen Laprevot und Dennis, das hat sich auch schon bewährt. Bojai davor, ja, auf der 10 sozusagen, Vierrad rechts, Tuma, Davut Tuma links. Ja, der kann auch richtig für Betrieb sorgen, das haben wir schon gesehen, dann auch in Mainz gerade. Und vorne in der Spitze Fetsch und ich sage mal, der wird heute wieder treffen. Ja, wäre gut. 3 Tore gilt es aufzuholen und wenn er heute 3-mal trifft, dann ist er mit vorne dabei. Und wir können noch nachlegen, wir hätten Angelo Tramontana mit dabei, Tim Diersen, Marcel Sobotta, der Wirbelwind, sowie Jakob Lemmer, Dennis Husin-Basic, Elia Soriano und Lukas Albrecht. Aber da stellen sich 11 Mannen zumindest am Anfang erstmal dagegen und auch das weißt du, wer ist das? Ja, also der Ballinger SC spielt im Tor mit Müller. Dann in der Abwehr, wir haben jetzt Dingen, die werden mit einer Fünferkette spielen, Rodas, Lokai, Klein, Adam und Faller. Im Mittelfeld Heringer, Bischof und Pepic. Pepic ist der Vollangeber bei den Balingern. Und im Sturm sollten spielen Fischer und Faller hin. Fischer, Santiago Fischer, ist zurzeit mit 12 Toren führend in der Torschützenliste in der Regionalliga Südwest. 12 Buden, da muss man schon ein bisschen Fußball spielen können. Also unser Topscorer ist, glaube ich, Fetchinho mit 9 Treffern, wobei der heute an ihm vorbeiziehen wird. Ja, so haben wir es geplant. So haben wir es beschlossen. So haben wir es beschlossen. Einstimmig abgestimmt. Ja, genau, so haben wir das beschlossen. Jetzt. Ich denke, das sollten wir auch schaffen. Wir sind bärenstark, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und heute werden wir mal die Tore hier, die Torbilanz der Balinger, was die erhaltenen Tore ist, mal ordentlich rumdrehen. Ja, heute werden wir mal mit Effizienz glänzen. Und die Ballinger, die haben natürlich auch noch eine Bank zum Nachlegen. Da wäre Aaron Gut mit dabei, Tim Probst, Lukas Torres, Jonas Siegert, Luca Köbele, Ergi Alioxa sowie Nico Gudja. Das ist also die 11 beziehungsweise, ja, und die Ersatzbank dann eben auch des Balinger SC. Wir sind gleich wieder für euch da, machen ein bisschen Fangesänge. Ja, lasst euch ein bisschen berauschen sozusagen. Yeah.
Ihr Lieben, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio, das Ganze aus Balingen. Da gastiert der OFC beim Balinger SC, der super, super heimstark ist und hier auf dem Kunstrasen tja, noch kein einziges Spiel verloren hat und noch nicht einmal ein Gegentor bekommen hat. Das soll sich heute ändern. So sehen wir das. Und wenn ich von wir spreche, dann begrüße ich ihn, mein Kollegen Thomas Ohanka. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Zuhörer, liebe OFC-Fans. Ja, wir haben einen weiten Weg gemacht, Thomas. Danke, dass du uns hierher chauffiert hast und jetzt hier auch beim Kommentieren hilfst. Und heute ja, haben wir eine klare Mission. Wir wollen erstmal ein ordentliches, gutes Spiel machen hier, der OFC. Und dann wäre es uns natürlich sehr, sehr recht, wenn wir hier ein Dreier nach Hause kommentieren könnten. Genau, also wie der Trainer gesagt hat, Statistiken sind da, um verändert zu werden und ja. Da erhoffen wir uns, dass uns das heute gelingt. Weise Worte von Sreto Ristić und ganz, ganz weise Worte wirst du uns gleich hier zuteil werden lassen, denn du hast dich schon schlau gemacht, wie der OFC spielen wird. Die Aufstellung der Offenbacher Kickers. Ja, also im Tor spielen wir mit Flauder, davor die Abwehr Marcos auf links, dann Karpstein, Chilniecki als die Innenverteidiger und rechts als rechter Verteidiger Vetter, davor Laprevot und Denis. Da haben wir dann noch weiter vor auf links Tuma, in der Mitte Bojai und Vierrad auf rechts. Und ganz vorne, der die Buden machen soll, ist Fetsch. Ja, der sie machen soll. Und da wurde ja ein bisschen diskutiert, hoch und runter, wie, wann, wo wird er wieder treffen. Aber wir haben beide ein gutes Gefühl, heute soll es soweit sein. Genau, heute soll es soweit sein. Wir haben ja schon ausgerechnet, wie viel er treffen soll, dass er mit vorne dabei ist in der Rangliste der Regionalliga. Müsste natürlich, glaube ich, heute 3 oder 4 Buden machen, gell? Ja, mit 3 zum Aufschließen. Wir werden ja heute keins zulassen vom Santiago Fischer, von dem Stürmer der Balinger SC. Weil da komme ich gleich zu, da greifst du schon ein bisschen vor. Der Thomas hat nämlich hier alles Mögliche an Informationen schon zusammengetragen. Wir wollen erstmal schauen, wie denn der OFC noch nachlegen könnte. Und da hätten wir Angelo Tramontana mit dabei. Ihr seht das auch unten im Laufband. Tim Diersen, Marcel Sobotta, Jakob Lemmer, Dennis Husin-Basic, Elia Soriano für den Sturm und für die Abwehr Lukas Albrecht. Und jetzt kommen wir zum Balinger SC, die sich hier zu Hause so tapfer schlagen. Ja, und eine fast uneinnehmbare Festung gebaut haben, zumindest hier um diesen Kunstrasen. Aber wir sind nicht gekommen, um die Punkte herzuschenken. Allerdings, ja. Also, der Balinger SC spielt im Tor mit Müller. Dann in der Abwehr Rodas, Lokai, Klein, Adam und Faller. Im Mittelfeld Heringer, Bischof und Pepic. Pepic der beste Vorlagengeber bei Balingen. Und im Sturm erwarten wir Fischer und Fallerhehn. Santiago Fischer, wie gesagt, der trägt die 11, hat aber schon 12-mal getroffen in der Regionalliga Süd. Ja, und Rodas, ein alter Bekannter, den kennen wir auch, den Mann mit der Nummer 8. Mhm. Genau, der ist von uns hierher gewechselt und wird heute gegen uns auflaufen. Er kommt ja auch hier, glaube ich, aus dem Breisgau. Zumindest war er in der Freiburger Schule. Also insofern kennt er sich hier in diesen Gefilden richtig gut aus. Ja, wir sind guter Dinge. Das Ganze heute hier, ja, wie soll man sagen, bei einer eigenartigen Himmelsfarbe. Langsam wird es so ein bisschen hellgrau, aber vorhin hatte es so eine ganz merkwürdige Farbe. Und es war eigentlich so dunkel, Thomas, dass hier tatsächlich technisch nachgeholfen werden musste. Genau. Also es wird Flutlicht angemacht, das ist tatsächlich etwas seltsam. Als wir hierher fuhren, hätten wir also die Hälfte des Weges auch ein Boot nehmen können, so hat es geregnet. Dann wurde es hier trocken, wie erwartet. Allerdings haben wir hier einen Nebel, man sieht hier keinen Horizont, man sieht hier die Berge außenrum, sind verschwunden im Nebel. Man sieht also wirklich nur die Häuser und das Flutlicht hilft so ein bisschen dabei, dass man auch ja, bis auf die andere Seite des Spielfelds hilft. Es ist tatsächlich nicht so schön, also etwas ja, wie in einem Edgar Wallace-Krimi. Ja, als wir zuletzt hier waren, haben wir, glaube ich, alle 3 Punkte entführt. Damals waren wir noch in deren ja, Hauptfeld sozusagen Stadion. Das ist eine kleine Tribüne und da haben wir oben auf so einer Garage gestanden, haben das runterkommentiert. Das war meines Erachtens ein Sieg, ne? Ich denke, wir haben gewonnen. Ich habe es jetzt tatsächlich versäumt nachzuschauen, aber ich denke, wir haben gewonnen. Da waren wir auf der Garage. Also hier sind die Leute meistens sehr, sehr nett, also wunderbarer Gastgeber. Wir haben auch schon hier kommentiert in einem Turnier, da wurden wir verbannt aufs Dach von der Tribüne, war schon ein bisschen abenteuerlich.
Wir haben schon einiges erlebt. Jetzt sind wir hier auf dem Kunstrasenplatz, also wir nehmen hier alles mit, was Bali zu bieten hat. Dieser Kunstrasenplatz, ne, das haben wir ja auch schon in der Pressekonferenz so ein bisschen thematisiert, sei klein, aber fein, also in der Tat, also scheint von einer guten Qualität zu sein. Und er hat eine Mordsteigung, also so bis zur Mittellinie geht er hoch und dann geht er hinten, fällt er richtig gut ab. Klar, das hat was mit, natürlich mit Wasser und Drainage und so zu tun, aber so optisch ist mir das noch nie aufgefallen, wie hier, wie steil das hochgeht. Also das könnte fast, 30 Zentimeter Höhenunterschied sein. Ja, man sieht es tatsächlich optisch. Also wir haben schon einige Plätze erlebt. Ich denke mal nur im Spessart, als wir da einen Platz hatten, wo wir da mehrere Meter Höhenunterschied hatten von der einen zur anderen Seite. Und hier ist tatsächlich so, dass die Mitte so weit oben ist. Also da kann man fast ein Bergkreuz hinstellen. Ja, und jetzt gehen unsere Mannen hier vom Platz. Die Balinger sind schon zurück in die Kabinen gegangen und man ist ja gestern schon angereist auf Offenbacher Seite. Hat wohl in der, wie haben wir gesagt, in der Heuscheune haben sie übernachtet oder was? Ja, also Heuscheune, es fielen zwei Begriffe. Ich habe dann gefragt, ob sie auch auf Stroh geschlafen haben, aber scheint wohl noch nicht so zu sein. Naja gut, also sie sehen alle recht munter und recht fit aus. Und wie gesagt, jetzt gehen sie hier gerade vom Platz. Mike Vetter sehe ich gerade hier vor der Mittellinie zurücktraben. Und dann werden wir noch ein paar Minütchen warten müssen, bis es hier so endgültig richtig losgeht. Aber wir haben euch die Aufstellung hier nochmal eingeblendet. Da habt ihr den OFC nochmal in voller Blüte. Und ja, in der Tat, damals haben wir 2-1 hier gewonnen. Also Thomas hat es nochmal recherchiert. Und das Hinspiel in Offenbach, das ist ja unentschieden ausgegangen, 0-0. Damals, das war der erste Spieltag. Das heißt, heute ist sozusagen Rückrundenstart, Thomas. Aber es ist ein Rückrundenstart, ohne dass die Vorrunde beendet ist. Genau. Bei uns stehen noch zwei Spiele aus. Das nächste ist nächsten Mittwoch in Homburg und dann, soweit ich weiß, am 23. dann zu Hause gegen FSV. Dann wäre die Rückrunde beendet, die Hinrunde beendet, aber die Rückrunde startet heute schon. Ja, aber da sagst du was. Du sagst das einfach so in deinem jugendlichen Leichtsinn, von wegen, das nächste Spiel ist am Mittwoch. Ist es denn am Mittwoch? So klar ist das gar nicht, denn klar ist es da terminiert. Ja, aber wir haben gehört, dass der große Schnee kommen soll, auch im Süden der Republik. Also für morgen ist es ja mehr Niedersachsen bis Nordhessen wird erwartet. Aber es soll tatsächlich sich dann runterziehen bis in den Süden. Wenn das der Fall ist, dann bin ich mal gespannt, ob wir dann spielen können. Also da hoffen wir, dass das alles richtig sauber und gut über die Bühne geht. Und ich würde sagen, weil die Mannen jetzt auch hier vom Feld gegangen sind, wir machen nochmal ein paar Takte, ich will nicht sagen Musik, ne? Nee, wir haben uns was Besonderes einfallen lassen, da hört ihr es. So, ihr Lieben, da sind wir es wieder. Ja, ihr habt es gehört. Fangesänge pur. Ja, wenn es denn tatsächlich hier so wäre, da würden wir uns freuen. Aber es hört sich zumindest schon mal richtig gut an. Also, ich sage nochmal Hallo und herzlich willkommen all denen, die sich jetzt erst eingeschaltet haben in den OFC-Livestream, OFC-Fanradio-Livestream. Das Ganze hier aus Balingen. Der OFC gastiert beim Balinger SC, der hier zu Hause auf dem Kunstrasen noch absolut ungeschlagen ist und auch so richtig heimstark ist.
noch kein Gegentor hat es hier auf dem Kunstrasen gegeben. Das kann und soll, und wir sagen, wird sich heute doch hoffentlich ändern. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Ohanka. Ja, also auch von mir herzliche Grüße an alle Zuhörer. Und ja, wir hoffen, dass wir mal die Statistik, wie der Trainer gesagt hat, mal ändern können. Statistiken da, um geändert zu werden. Und wir sind voller Hoffnung, dass wir heute Tore schießen und auch 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Das ist ein guter Plan, den Sreto Ristić da hat, die Statistik ändern. Und mit welchen Mannen er das machen will, das weißt du auch. Du hast recherchiert, da ist der OFC. Ja, also beim OFC spielen im Tor Flauder. Dann haben wir davor in der Verteidigung, also innen Karpstein, Cielnicki, links Marcos, rechts Vetter. Davor spielen Laprevot und Denis. Und dann haben wir, ja, um es etwa offensiver zu machen, auf der linken Seite Tuma, dann in der Mitte Bojai und rechts Vierat, wobei die zwei durchaus auch mal tauschen könnten. Und ganz vorne unser Torschütze vom Dienst, Fetsch. Ja, Torschütze vom Dienst, der will und wird heute doch wieder treffen. So haben wir es zumindest ja geplant für ihn. Und ganz bestimmt, wir sind da zuversichtlich. Also gucken wir uns das nochmal so ein bisschen an. Flauder ist klar, ist gesetzt. Dann eigentlich wie üblich in der Innenverteidigung Kapstein und Cielnicki. Rechts Vetter, links Marcos. Also das passt da, denke ich, sollten wir sehr, sehr stabil stehen. Davor Laprevot und Dennis auf den Sechserpositionen. Dann im Grunde auf der 10 im Zentrum Bojai. Rechts Vierrad, links Davo Tuma. Und Fetschinho ganz vorne, wie gesagt, wir prognostizieren, dass er heute wieder treffen wird. Dann können wir nochmal nachlegen und das wird sicherlich auch heute passieren. Heute gibt es ja was Neues, Thomas. Wir können in der Tat nachlegen und sogar kräftig. Und zwar sind ab der Rückrunde 5 Auswechslungen erlaubt. Nika hat uns vorhin erklärt, wie es war. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz so. Es gibt verschiedene Zeitpunkte. Das heißt, es darf in der Halbzeit gewechselt werden oder zu bestimmten Zeitpunkten nur. Also eine gewisse Menge an Spielern. Also das ist eine spannende Geschichte. Bis zu 5 Leute. Ja, und wer das sein könnte, das können wir euch gerne auch nochmal sagen. Da wäre Angelo Tramontana mit dabei, Tim Diersen, Marcel Sobotta, Jakob Lemmer, Dennis Hosenbasic, Elia Soriano für den Sturm und Lukas Albrecht für die Abwehr. Das war und ist soweit erst einmal der OFC. Jetzt schauen wir auch nach unserem Gegner, denn der ist ja richtig gut in Form. Ja, und der spielt mit im Tor mit Müller. In der Abwehr vermutlich mit einer Fünferkette. Ganz links Rodas, dann Lokai, Klein, Adam und Faller. Im Mittelfeld Heringer, Bischof und Pipic. Ganz vorne Fischer und Fallerhen. Ah, da hast du sie uns schon mal alle genannt. Und auch die haben natürlich eine Bank, das heißt, die können auch nochmal nachlegen. Aaron Gutwehr mit dabei, Tim Probst, Lukas Torres, Jonas Siegert, Luca Köbele, Ergi Alekschokscha und Nico Gutjahr. Und dann haben wir vorhin hier auch schon 3 Referees gesehen, junge Männer. Genau, das ist als Schiedsrichter der David Scheuermann und als Assistent Daniel Gräf und Marcel May. Das sind die 3 Herren in Schwarz, wenn sie denn in Schwarz auftreten werden. Auch heute könnt ihr mitgestalten, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Nicht alle, aber einige ausgewählte, das können wir sicherlich dann machen. Und ihr könnt auch heute euren Unterstützungsbeitrag an den OFC überweisen. Dafür haben wir das Laufband jetzt mal eingeblendet. Das wäre ganz, ganz toll. 40 Euro hier im neuen Jahr. Oder wem das auf einen Schlag zu viel ist, der kann sich das auch ein bisschen einteilen. 2x20 Euro machen viele Vorrunde, Rückrunde. Oder eben ein Dauerauftrag, 3,33 Euro. Dann kriegen wir das natürlich gemeinsam hin. Also, das machen wir schon über Jahre und so soll es doch wirklich sein. Wir legen vor, ihr zieht nach und so schaffen wir das zusammen. Oder andersrum gesagt, zusammen schaffen wir es. Also, wir werden es nachher nochmal sagen, nachher nochmal einblenden. Was euch natürlich interessiert, hauptsächlich ist die Aufstellung für den OFC, die erste 11. Da haben wir sie, während das Laufband unten drin bleibt. Da könnt ihr also noch schnell eure Buchung machen. Und da habt ihr sie nochmal alle im Bild. Thomas, eigentlich jetzt so keine Riesenüberraschung. Davo Tuma hat in Mainz ein ordentliches Spiel gemacht. Von daher war das ja eigentlich so eines der wenigen Fragezeichen. Ist berechtigt wieder im Team. Ja, ich denke schon. Also er hat sehr gut gespielt und mal schauen, wie es hier wird. Der Trainer hat uns vorhin gesagt, der Trainer der Balinger, dass der Platz gar nicht so klein ist, wie man sagt.
Ja, man kann Zahlen so und so deuten. Ich meine, der Platz ist einfach 10 Meter kürzer und 5 bis 8 Meter schmaler und das ist schon eine Menge Holz. Ja, ich denke schon, dass der Platz kleiner ist. Aber gut, man muss die anderen spielen auch drauf, da müssen wir schauen, wie wir Lücken finden, das rausziehen. Ja, wir wollten uns ja auch nicht beschweren, aber wir haben das in der Pressekonferenz mal so ein bisschen thematisiert, weil das ja schon eine Spezifika hier ist. Der Platz ist ja kurz, ein bisschen enger und das hat natürlich auch ein bisschen Einfluss auf Spielsystem. Vor allen Dingen, wenn wir hier so sitzen, so wie sitzen wir ungefähr 1,20 Meter über der Grasnarbe. Ja, wir sitzen hier 22. direkt, 22 genau, wir sitzen hier nämlich direkt am Spielfeldrand, ne? Und das ist schon so ein bisschen, ja, das habe ich so optisch noch nie wahrgenommen, dass es so richtig hoch geht und vom Anschlusskreis geht es hinten wieder richtig runter. Klar, dass es ein Gefälle drin geben muss, damit das Wasser abfließt, das ist ja logisch, aber das sieht schon sehr, sehr steil aus. Ich sage mal 30 Zentimeter Höhenunterschied. Ja, mindestens. Also es ist so, dass hier Spieler unter 1,50 Meter nicht spielen dürfen, weil man sie auf der anderen Seite nicht sieht. Eieieiei, der Thomas. Ja, das könnte passieren. Wir haben das ja sowas Ähnliches schon mal gehabt in der Rhön. Das war allerdings, glaube ich, 3 Meter Unterschied oder 5 Meter Unterschied. Damals, als wir da dieses Ablösespiel hatten für unseren Bomber, Moritz Reinhardt, auf dem Platz, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß, das Dorf in der Rhön. Jedenfalls, ich glaube, Elters war das. Da waren wirklich mächtig Höhenunterschiede. Von der einen Ecke zur anderen waren 5 Meter Unterschied. Also ganz so extrem ist es hier nicht. Nein, so extrem ist es nicht. Und es ist tatsächlich auf beide Seiten in der Rhön, was tatsächlich so, dass es von links nach rechts, also da hat man ja Bergsteigerausrüstung gebraucht. Und runterzus muss man bremsen beim Laufen. Aber hier ist es so, dass es tatsächlich nur in der Mitte ist. Es ist natürlich dem geschuldet, dass der Regen, wenn hier Regen fällt, abfließen muss. Es ist ein Kunstrasenplatz. Ich denke, es ist schon okay. Ilaya Ohanka, die ist heute hier an der Regie, die wird euch hier alles einspielen, was ihr sehen müsst und wir werden euch alles auf die Ohren geben, was ihr hören müsst und ja, dann kriegt ihr natürlich später auch alles zu sehen, was ihr sehen müsst. Das wird Eugen Würslin machen, der ist dann oben an der Kamera, der wird dann gleich hier auch für euch das Ganze mit aufzeichnen. Ja, und die Roten dort, die jetzt auf dem Feld sind, das sind nicht die unsrigen. Das stimmt. Also Balingen spielt ganz in Rot. Wir kommen jetzt da hinten in ja, Mintgrün mit Noch schwarzen Hosen. sind sie ja auch so ein bisschen rot, ne? Noch haben sie die Trainingsjacken an, Ja, deswegen hier wirken sie vorne, noch ein bisschen rot. ich schaue hinten an denen vorbei, und da sind schon unsere Spieler mit schwarzen Hosen. Und wir hören jetzt schon Kickersrufe vom jenseits des Zaunes. Also ich wollte schon sagen, sind 4 Zuschauer wohl hier am Zaun, davon 3 vom OFC. Einer ist ganz still, das wird einer von Balingen sein. Also heute mit Zuschauern in Anführungszeichen. Wir sind ganz gespannt, wie sich das jetzt hier gestaltet. Wie gesagt, die Kickersbuben, die sind jetzt hier aufs Feld gekommen. Und wie gesagt, ganz in Mintgrün mit allerdings schwarzen Hosen, angefeuert von einigen OFC-Fans, die dort hinten im Dickicht stehen sozusagen und den OFC hier schon lautstark anfeuern. Und Flauder, der steht natürlich da vorne am Anstoßpunkt, macht gerade da bei der Platzwahl. Ja, ich glaube, einen erfolgreichen Eindruck hat, glaube ich, die Platzwahl gewonnen. Die werden wohl erstmal so stehen bleiben. Das heißt, der OFC wird dann anstoßen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt der obligatorische Balltest. Der darf nicht fehlen. Flauder, der ist zufrieden. Der Ball dotzt hier auf. Ganz klar, das wäre auch schlimm, wenn er aus dem Kunstrasen nicht wäre. Aber da haben wir uns getäuscht. Also die Balinger werden wohl anstoßen. Soll uns auch recht sein. Die dürfen gerne anstoßen. Wenn wir am Ende ein Türchen mehr geschossen haben, dann würde ich sagen, ist alles gut und richtig. Ja, hier ist bei der Platzwahl, man kann entweder wählen, wer den Ball zuerst bekommt und wer die 2 Tore zuerst schießt, dann haben wir die 2 Tore genommen und dann ist gut so. So, jetzt müssen wir die Aufzeichnung da oben auch starten in der Kamera, damit wir nachher das alles hier auch liefern können. Jeden Moment geht's los. Der OFC gastiert beim Balinger SC. Ja, der OFC in Mintgrün. Balingen ganz in Rot. Das Ganze hier auf dem Kunstrasen im Kaiserstuhlstadion, beziehungsweise neben dem Kaiserstuhlstadion. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC ist im Spiel und Balingen erst einmal am Ball. Ja, da kommt doch gleich der Crosspass rüber auf die rechte Seite. Ja, und die Balinger schon am Strafraum, im Strafraum. Mike Vetter gut aufgepasst, erst einmal die Kugel rausgekloppt. Fecinho kommt dem Ball entgegen und in der Tat, ja, das wirkt schon alles ein bisschen enger, was doch so 5 bis 10 Meter ausmachen. Die Balinger waren ja ganz anderer Meinung, Thomas. Die waren ja gar nicht der Meinung, dass das Feld hier so klein sei.
Genau, der Trainer hat uns auch erklärt, dass wir genau groß, wenn man an den Zahlen zugehört hat, haben doch 10 Meter in der Länge gefehlt. Jetzt schauen wir erst einmal, denn da kommt vier Rad über die rechte Seite. Jetzt könnte es schon vorne reinpassen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Möglichkeit jetzt am Strafraum. Erst einmal die Balinger geklärt, versuchen es über das halbe Feld dort rechts. Kommen man aber nicht so richtig raus. Also das heißt, schieben sich die Kugel ein bisschen zu. Und so ist der Ball erst einmal wieder in den Reihen der Offenbacher gewesen. Und dann geht es wieder in die Reihen der Roten. Und Vetter, der hat das die Situation jetzt geklärt. Ja, also die haben gesagt, naja, das Feld hat genau die Maße, die es haben muss, 100 Meter. Aber wohl wissend, dass es auch Felder gibt, gerade auch bei uns, bis zu 110 Meter. Genau, also es hat die Mindestmaße, mehr aber auch nicht, sagen wir es mal so. Ist auch egal, also beide Mannschaften spielen darauf und es wirkt nur ein bisschen enger, alles anders. Und da muss man sich auch taktisch schon ein bisschen drauf einstellen. Ja, jetzt geht hier Sredoristic nochmal direkt an uns vorbei. Der gibt hier noch Kommandos und Mike Vetter direkt hier vor unseren Augen im Doppelpass mit Vierrad. Versuchen sie hier die Balinger auf dem rechten Halbfeld zu überflügeln. Tonai Dennis schirmt jetzt mit dem ganzen Körper ab und hat der Schiri ein Einsehen, steht hier 9 Meter entfernt, hat das Ganze geahndet. Freistoß wird es geben für den OFC. 2 Minuten gespielt, 0-0 steht's. Genau, also Bischof hat hier Tennis geklammert, um ihn zu stoppen und das wurde dann abgepfiffen, was auch gut ist. So, jetzt Boja schon wieder vorne, steckt durch. Nach links außen, aber da sind die Ballinger am Ball und der Torhüter schießt den Ball nach vorne auf die rechte Seite von Lenas, also auf unsere linke. Und wir sind schon wieder am Kämpfen, aber das ist ein sehr munteres Hin und Her. Jetzt geht es aus der Abwehr der Ballinger und wahrscheinlich also ein langer Ball deren Torschützen, auf Santiago Fischer, der leitet weiter, aber geklärt. Und auf diesen Fischer, da muss man ja eh ein bisschen aufpassen, gell? Denn der ist nicht von schlechten Eltern, Thomas. Der hat mittlerweile 12 Tore geschossen, führt mit Pieringer und, wie heißt der, Miktaki von Steinbach, die Torschützenliste der Regionalliga. Also der weiß, wo das Tor steht, der kann es. Aber jetzt kann es auch der OFC, das sieht gut aus. Erst einmal über die linke Seite, schnell rausgespielt, Ronny Marcos. Und dann ist der Ball erstmal in den Reihen der Roten angelangt. Die versuchen es jetzt erst einmal hier über die rechte Seite. Aber Mike Vetter... Ja, beziehungsweise Fetschinho, der ihm da entgegengekommen ist, hat den Ball jetzt geholt. Jetzt ins Zentrum gespielt. Serkan Firat mit dem Hackentrick und jetzt muss es klingeln. Das war schon eine gute Möglichkeit hier. Also das hätte durchaus das 1-0 sein können für den OFC. Richtig gut gemacht und Vetter kriegt jetzt hier noch die eine oder andere Anweisung. Ja, kann und soll sich dann da vorne dann doch noch mehr mit einschalten. Und jetzt wird es gleich den Eckball geben. Von der linken Seite für den OFC das Ganze in der 4. Spielminute. Ecke für den OFC. Also, da wollen wir schauen. Und jetzt hört ihr im Hintergrund Sretoristic, der feuert seinen Mann nochmal richtig an. Und jeden Moment wird er dann richtig reingeflogen kommen. Ich weiß gar nicht, was der Schiri eigentlich noch hat. Der schaut die ganze Zeit jetzt hier Richtung Torhüter. Und dann ist der Ball dann doch erst einmal hinten reingespielt worden. Tonai Dennis, der schickt sich zumindest an, will jetzt die Ecke hier ausführen. Und da müssen wir natürlich ganz genau hinschauen, das Ganze jetzt eben in der 4. Spielminute. Da kommt er reingeflogen, hinten auf den 2. Pfosten. Kapstein! Und da ist das Tor! Malte Kapstein! Und haben wir es nicht in der Pressekonferenz gesagt? Malte, du bist wieder dran, du musst dein Ding reinmachen, weil Jelenetski zuletzt getroffen hatte. Und Donnerschlag, jetzt steht es 1-0 für den OFC. Und Malte Karpstein, das Nordlicht, der hat ihn reingedrückt. 1-0 für die Kickers, so macht Spaß. So macht Spaß, wunderbar. Also vorher die Szene war auch genial, ein langer Pass. Auf Vierrad, der hat den Ball mit der Seite angenommen, hat mit der Hacke weitergespielt und da hätte schon was geklingelt, da wurde noch geklärt und jetzt der Eckball, der wurde etwas später ausgeführt, weil kein Ball da war, aber super Kopfball, super sicher verwandelt, 1-0 für uns, das heißt die erste Statistik schon mal. Über den Haufen. Also, wie hat der Trainer gesagt, Statistiken sind da, um sie zu ändern und das ist geändert worden. Hier ist das erste Gegentor gefallen. Das konnte nur der OFC sein, der das hier erledigt hat und es war Malte Karpstein in Persona. So, und dann habe ich auch hier Grüße vom lieber Maso, der schreibt, ihr müsst die 3 Punkte auf jeden Fall mit reinbabbeln und die Mission für heute ist genau das, hier die Malinger auf dem Kunstrasen zu schlagen und wir hoffen auf besseres Wetter in Offenbach. Also, weiter geht's jetzt. Grüße waren das vom
von Libor. Und jetzt kommen erst einmal die Balinger allerdings. Röfzi hat das gut im Griff. Mike Vetter, der hier mächtig angefeuert wurde vom Trainer nochmal, hat er nochmal einige Instruktionen bekommen und sie haben gefochtet. Und die UFC kommt schon wieder hier durchs Zentrum. Schön links rausgelegt. Da gibt es ein bisschen Platz für Ronny Marcos. Der kann eigentlich noch gehen. Warum denn nicht? Ja, dann hat er erstmal auf der Linie entlang gespielt. Jetzt vielleicht die Flanke. Naja, da wird er ausgebremst und da gibt es Freistoß für den UFC von der linken Bahn. Naja, und das wäre doch gar nicht so das Schlechteste. Jetzt gleich das 2:0 nachlegen. Das würde uns richtig gefallen. Also, jetzt haben wir hier genau die Burschen vor Augen. Da hinten schauen wir mal, ist das wirklich eine Ecke, die es geben wird? Oder ist es Freistoß? Freistoß, ein Freistoß. Da wurde unser Mann unterlaufen. Jetzt, aber schön vorher die Szene hat man gesehen, auch wenn der Ball der Platz schmal ist. Drei schnelle Bälle und unsere Leute waren vollkommen frei. So, jetzt wird der Freistoß ausgeführt. So, wird reingegeben. Dennis Dumai. Oh, richtig scharf geschossen. Da muss er die Hände hochrecken. Hat er da mit einer Hand das Ding gerade noch über den Torbalken gelenkt. Also der UFC mit einem fulminanten Auftakt. Das kann man gar nicht anders sagen. 7. Spielminute 1:0. Kapstein hat getroffen. Und der UFC drückt weiter. Diesmal jetzt von der rechten Seite. Die wir allerdings nicht so richtig einsehen können. Oder siehst du da hinten was? Nein, ich sehe gar nichts außer Gestänge. Jetzt wird die Ecke reingegeben. Und oh, der Torhüter ist schon wieder mit der Faust da dran. Aber wir haben den Ball auf der Linksaußen zum auf Bojai auf der rechten Seite am Strafraum und er flankt rein und mal sehen und nochmal. Ja, da war nämlich wieder Malte Karpstein, der hat jetzt Lunde gerochen. Der will gleich das zweite Ding da reindrücken. Ein Donnerschlag. Der UFC wie aufgedreht, das gefällt uns richtig gut. So, und da schreibt uns Volker Schnittler, das war super mit den Fangesängen da vorne weg. Da schlägt das Kickers Herz hoch. Und ja, er dankt für die Übertragung und will natürlich 3 Punkte. Grüße vom Schnitto. Und weiter geht's hier mit Balingen in dem Fall. Ist es Dennis Müller, der Schlussmann der Balinger. Und das schauen wir uns an. Der Mann im Textmarker Orange unterwegs. Ja, so kennen wir das eigentlich von Daniel Endres des Öfteren. Und Jelen Jetski, ja, da hat er erstmal den Ball nicht richtig kontrollieren können. Im Zweikampf jetzt hier gefährlich mit Faller hin. Aber dann der Ball erst einmal im Seiten aus und es wird wohl Ecke geben für Balingen. Da steht es jetzt dann 2:2. Nee, 1:2. 1:2. Ist die erste Ecke für Balingen. Wir sehen auch diese Ecke nicht. Da steht einiges davor. Aber schauen wir mal. Wird gleich reingegeben. Schilineski hat vorher eine Kerze verursacht. Gut, hat aber dann noch geklärt. Auf Kosten einer Ecke. Mal schauen. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen besser. Jetzt kommt er reingeflogen, dann aber flau da hochgestiegen, schnell abgeworfen und der Trainer sagt Tempo, Tempo, Tempo. Und genau das passiert jetzt ja auch. Boja, der saust jetzt hier durch die Mitte und der Ball ist erst einmal im Seitenhaus auf der linken Bahn, da jetzt gleich 8,5 Minuten gespielt sind. Und der UFC führt durch Malte Karpstein. Das war ein Auftakt nach Maß. So kann und so soll es weitergehen. So soll es sehen. Jetzt haben wir auch geschaut, wie es der Trainer ausgegeben hat. Also der Ball sofort auf Vierrad, der drei Leute, die gesprintet sind. Leider ist der Ball nicht, ist geblockt worden zum Einwurf. Aber ich denke, das ist genau die richtige Art und Weise, wie man hier agieren muss, dass man relativ schnell ist, die Seiten wechselt und dann ist der Platz auch breit genug. So, jetzt Einwurf auf der rechten Seite, auf der Höhe der Mittellinie für Balingen. Aber Boja hat schon wieder den Ball. Fetsch, ganz interessant, obwohl er ganz vorne stehen sollte. Nimmt hinten den Ball, jetzt Vetter, zieht über rechts außen, sucht jetzt eine Anspielstation, findet in Tuma. Hat ihn aber übelst über die Klinge springen lassen, ganz klarer Fall. Da waren sie nämlich mächtig schnell unterwegs hier über den rechten Flügel. Mike Vetter und wer liegt denn da genau am Boden? Das ist Davutuma, ganz klar. Also den hat er hier mächtig ausgehebelt und so gibt es Freischuss für den UFC. Und das ist nicht das schlechteste Rezept hier, bei diesem kleinen Platz hier mit Standards zu agieren. Und jetzt schickt sich da Tonai Dennis an, diesen dort vorne reinzutreten. Also, da wollen wir gucken, ob wir vielleicht schnellstens jetzt nachlegen können. Das würde uns gefallen. Jetzt ist der Freistoß freigegeben. Da kommt er vorne reingeflogen. Ja, da läuft er sozusagen fast auf der Torlinie entlang. Geht dann an Freund und Feind vorbei. Und es bleibt beim 1:0 aus offenerer Sicht. Das heißt 0:1 hier der Spielstand in Balingen.
Ja, was mir auffällt, es wird sehr viel gesprochen, die Spieler, sehr viele Anweisungen. Fetch sortiert jetzt vorne seine Mitspieler, das ist Pressing, also wir stehen tatsächlich mit drei Mann am Strafraum. Jetzt gehen sie erst zurück mit den Balingern, der Ball ist immer noch beim Torhüter, denn der abstoßen will, das wird wohl ein ganz langer Ball werden über die langen Kerle der Abwehr. Spielen dann nach rechts außen, aber Kopfball, ich weiß gar nicht, wer ihn bekommen hat. Vetter sichert den Ball, spielt zurück zu Czerniewski. Czerniewski spielen jetzt hinten rum. Und ich denke, da kommt jetzt ein schneller Pass nach vorne jetzt. Ja gut, mit dem Torschützen, mit Malte Karpstein, da kann nichts passieren. Der haut jetzt Jola erst einmal hier über 35 Meter nach vorne. Jetzt ist die Kugelchen im Zentrum und jetzt soll umgeschaltet werden. Fetsch, der beißt dort vorne drauf, ganz klar. Jetzt pressen sie, stehen sie hoch, der OFC. Ja, genau. Und das ist dann die Folge. Da schlagen sie den Ball einfach ins Seiten aus. Also der OFC bis jetzt hier ganz klar dominant, macht das Spiel, führt zurecht 1-0. Und da ist schon noch ein bisschen mehr drin. Ja, allerdings. Also wir gehen sehr aggressiv ran, so wie eben. Tunay Dennis setzt nach und unterbindet den Pass nach vorne. Das gab nur einen Einwurf. So, jetzt der Ball wieder für uns. Ich habe hier noch Grüße vom Oliver Ambrus. Der schreibt, bringt die Punkte mit nach Hause. Viele Grüße an alle Kickers-Fans, besonders an René Amersbach und Alexander Wenzel. Hiermit ausgerichtet. Weiter geht's in der 12. Spielminute jetzt mit einem Einwurf. Und der OFC mit Czerniewski unterwegs auf Mike Vetter. Ja, der kann eigentlich gehen. Da ist doch viel Platz dort vorne. Bojai gesehen, aber nicht wirklich gefunden. Donner Dennis, die Kugel zurückobert. Ja. Ja, jetzt geht's schnell durchs Zentrum. Ja, Fetschi bietet sich an. Oder jetzt auf der linken Bahn vielleicht Davutoma. Ah, rechts vorbei. Gar nicht so schlecht. Denn Serkan Firat, der stand auch noch ganz, ganz vorne. Also durchaus gute Möglichkeit. Das hätte schon das 2-0 sein können. Ja, war wunderbar. Von links außen direkt aufs Tor gepasst. Ja, also da war auch nichts zu machen. Der Torhüter hätte da nichts machen können. Ist leider am rechten Pfosten dann vorbeigegangen. Aber mir gefällt schon, dass wir sehr hoch stehen. Fetch sortiert da schon seine Mitspieler. Das heißt, der Torhüter, gut, er macht jetzt noch, er spielt kurz ab. Aber ich denke, die werden nur lang abspielen können, weil die einfach alle gedeckt sind. Jetzt lange Ball auf unseren Fischer, auf den super Torschützen. Barling ist jetzt wieder im Mittelfeld, aber alle unsere Spieler sind jetzt zurück. Der OFC verteidigt mit Mann und Maus. Da werden sie erst einmal nicht durchkommen, denn der OFC hat da hinten gut die Räume zugestellt. Jetzt kommt allerdings der öffnende Pass, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber Flauder, der hat die Kugel aufgenommen, ohne große Mühe. Schöne Grüße aus Lolla, gibt uns den Donnerschlag. Lassi Boy, schreibt da Philipp Schmidt. Ei, den Donnerschlag, den haben wir doch eben schon gehört. Und wir warten eigentlich auf den zweiten Donnerschlag, denn das wäre auch schon durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Da hatte der OFC schon Möglichkeiten, gerade eben auch vor 2 Minuten noch einmal. Jetzt aber aufpassen, jetzt geht es anders darum. Auf der linken Bahn die Balinger erst einmal, aber Czerniewski, der hat sich da entgegengestellt. Dennoch, die Balinger bleiben im Ballbesitz, versuchen es jetzt hier ganz hinten, fast an der Eckfahne. Ja, hinten schwer reingedrückt und das, gab es einen kleinen Rempler. Es gibt Freistoß für den OFC. Da habe ich hier noch was Gutes, ihr zwei. Grüße aus dem Spessart an das beste Moderatorenteam der Welt und an alle Kickersnasen. Bringt die 3 Punkte mit auf den Bersch, schreibt der Larfischer. Vielen Dank für die Komplimente. Und hier noch was. Gruß an alle Kickers-Fans und ganz besonders meine rot-weißen Freunde, Freunde Nils und Yannick aus Haarstadt. Bring die 3 Punkte mit nach Hause. Liebe Grüße vom Jonas. Und jetzt geht es hier auch weiter auf dem Feld. Oh, da sind die Balinger erst einmal im Rückwärtsgang und das dürfen sie gerne weitermachen. Das dürfen sie gerne weitermachen. Ich gehe noch mal zu der Szene vorhin. Der lange Ball auf Fischer, den Flauder sicher hatte. Aber wenn der 2 Meter kürzer ist, wird es gefährlich, weil da war der ganz alleine. Und das ist wohl auch die Art und Weise, wie sie spielen. Jetzt ein Fehlpass. Firat holt sich einen Querpass, springt dazwischen und jetzt sind wir wieder im Angriff. Aber es wird wieder ruhig über den Vetter. Dann in die Mitte. Tunay Dennis ist das. Dann nochmal über Mike Vetter zurück bis auf Flauder. So will man jetzt auch das Ganze ein bisschen entzerren, denn die Balinger haben sich da hinten mächtig eingeigelt, weil der OFC da auch mächtig nach vorne Druck gemacht hat. Ganz klarer Fall. Jetzt will man sie so ein bisschen locken und das hat genau Flauder jetzt hier auch im Schilde geführt. Dann hat er allerdings die Kugel jetzt hier über 40 Meter nach vorne buxiert und Balingen aus dem Zentrum heraus. Ja, wieder im Rückwärtsgang. Erst einmal halb rechts rausgespielt, also im Neuaufbau. Versuchen sie es jetzt hier über rechts. Aber das ist ein gefunden
Verständnis frisst für Ronny Marcos. Der wird den Ball ganz zum Capitano zurückspielen. Und dann kommt er postwendend wieder zurück. Jetzt vielleicht der Vorwärtsgang. Genau das hat sich Ronny Marcos auch gedacht. Allerdings ist es ein bisschen misslungen. Auf der rechten Bahn geht der Ball ins Aus. Ja, der Drecksack, das ist der Kollege Frank. Unser Manuela grüßendes Team vom Fanradio sowie den Fanclub, die Meredische, glaube ich, Donnerschlag bringt und die 3 Punkte haben. Und jetzt aufpassen, da muss ja, Flauder sich lang machen. Was heißt lang machen? Da grätscht der erste Ball richtig rein und haut die Kugel da ins Seitenaus auf der linken Bahn. Aber keine allzu große Mühe für den OFC. So, ja. Thomas, es wird nochmal gefragt, der Assist beim Tor, ob der von Tunay Dennis kam oder ob das, ich meine, das wäre kein Vierradwehr vielleicht gewesen, aber jetzt müssen wir mal schauen, jetzt kommt erstmal die Ecke, da kommt sie reingeflogen für Balingen und genau, ja, versuchen's. Das war Rodas, der versucht es jetzt hier, der Ex-Offenbacher. Ja, jetzt kommen sie hier bis zur Grundlinie, gefährlich, gefährlich, aufpassen! Oh, 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 da hat er abgefeuert, allerdings ins Gebälk. Ja, ja, und da liegt ein Balinger. Das Spiel muss jetzt eigentlich gleich unterbrochen werden, aber es wird weitergespielt. Ja, da hat er den Vorteil gelten lassen und dann ist er links am Tor vorbeigegangen. Und jetzt gibt es die Verletzungsunterbrechung in der 17. Spielminute. Also, dann schauen wir, dass der OFC jetzt hier so weiter spielt, wie er das bis jetzt hier anfangs gemacht hat. Denn das sieht richtig, richtig ordentlich aus. Da stellt man gut die Räume zu, schaltet taktisch gut um und man war gleich am Anfang dann eben auch erfolgreich. Ich glaube, in der 3. Minute war es, oder? In der 3. Minute Gabstein per Kopf getroffen. Und jetzt aufpassen, da kommt er, gefährlich! Oh, 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 auf der Linie. Gar kann dann Flauder auf der Linie das Kügelchen doch noch fassen, denn da war ein Kopfball. Da kam er doch tatsächlich frei zum Kopfball. Also das war jetzt die beste Möglichkeit für Balling, kann man gar nicht anders sagen. Also das hätte durchaus auch ja, richtig, richtig gefährlich werden können. Also insofern jetzt wieder weiter konzentriert nach vorne spielen. Ich denke, das ist immer das beste Rezept. Ja, allerdings. Den Ball vom Tor halten. Jetzt gibt es einen Einwurf in der eigenen Hälfte für Balingen. Aber Vetter holt jetzt den Ball. Oh, was war denn das? Jetzt ist er hingefallen. Aber wir sind im Angriff, aber ein Fehlpass. Und Balingen hat den Ball wieder geholt. Ist wieder im Vorwärtsgang. Bischof, der eben auf dem Boden lag, ist schon wieder ganz munter. Balling geht jetzt über Lex, wird aber gestellt, muss wieder zurückspielen. Also Bischof wieder versucht sie mit dem Pass öffnen, dort vorne rein auf die Strafraumgrenze. Ja, ja, erbitterter Zweikampf mit Santiago Fischer, dem Topscorer hier. Santiago, so heißt er mit Vorname. Aber dann der OFC Zweikampfsieger. Abstoß wird es geben vom Tor des Capitanos Stefan Flauder. Ja, Sretoristic, der heizt hier die Linie hoch und runter, die hört ihn auch. Er steht hier, das ist er. Also er ist hier sozusagen fast bei unserem Mikrofon. Stimmt, nur 3 Meter von uns weg. Und das war ihm. Oh! Was ist denn gefährlich? Was macht er denn da? Liebe Zeit, schlimmer Fehler. Ich hoffe, wir rein. Aber jetzt erst einmal gut geklärt. Also weiter geht's. Da ist sie wieder im Vorwärtsgang. Naja, da ist er frei auf Mount und Flau dazugegangen. Ja, aber jetzt kommt der OFC wieder. Ja, ja, mit Boja, das sieht gut aus. Und jetzt muss er es machen. Und da ist er. Nein! Rechts vorbei, Donnerschlag. Die Riesenchance. Und das ist genau das. Wenn es hinten mal brennt, dann muss man schnell umschalten und genau das haben sie jetzt gemacht. Dann gibt es vorne wieder richtig Feuer. Also das ist schon ein Spielchen, das macht Appetit auf mehr. Genau, also eben auf der Gegenseite, La Provost verliert den Ball. Der Ball geht auf Flauder zu. Flauder pariert, wie auch immer, meisterhaft und gleich im Gegenzug eine Riesenchance. Spoje, der ist Millimeter am rechten Pfosten vorbei. Jetzt gibt es wieder Ecke für Verlänger von Bojai und ja, wieder mit einer Faust steigt er da hoch. Immer noch der OFC. Jetzt versucht Tunay Dennis, die Kugel nochmal reinzubekommen. Zusammen mit Mike Vetter. Jetzt erneut Dennis. Was macht er? Wechselt erst einmal die Seite ganz rüber auf rechts. Serkan Firat hat den Ball gut angenommen aus der Luft. Jetzt im Zweikampf, hat den ersten vor sich. Davut Tuma, der kommt ihm hier zur Hilfe. Ja, wählt erstmal die linke Bahn und vorne kommt er rein. Wieder dort Karpstein. Der schaltet sich immer dort vorne ein. Der hat Lunde gerochen. Der will noch einen drauflegen. Auf sein frühes 1:0, das Ganze aus der 3. Minute. Das war das 1:0 für die Offenbacher Kickers. Aber interessant war vorhin die Szene als Fischer gegen Gilniewski. Gilniewski hatte ihn weggeblockt. Fischer hat, naja, ist ein Kopf größer, hat mindestens 15 Kilo mehr, aber Gilniewski hat es genial gemacht, hat ihn schön abgeblockt.
und den Ball verteidigt. Also Baling sowieso, wenn der Spieler jetzt am Ball ist, das dürfte Adam sein, ist auch 1,90 Meter wahrscheinlich. Und jetzt Baling wieder im Angriff, aber oh, Bojai wird aber gefoult. Ja, das auch geahndet. Da wurde, ja, oder was gibt's denn jetzt hier? Es gibt andersrum. Hat also Stürmerfoul hat er wohl gepfiffen. Oder Einwurf, na gut. Also hier direkt vor unseren Augen, dann wird schnell eingeworfen. Ja, Serkan Firat mit dem Kopf erst einmal verlängert, sodass das Ganze zurückgespielt werden kann. Flauder, ja, jetzt auf die Außenbahn Malte Karpstein. Ja, dann über 25, 30 Meter vorne Fetsch gesucht und gefunden. Zwar schnell verlängert, aber weiß nicht, das wird ein bisschen zu weit sein für Davut Tuma. Aber den Ball haben die Balinger erst einmal aufgenommen, kommen ihrerseits über die rechte Seite. Naja, da haben wir gesagt, der UFC hat einen mächtig Druck gemacht. Das stimmt, das macht er auch nach wie vor. Das sieht auch alles ganz gut aus. Aber, die haben auch mindestens eine große Chance hier vorne eben gerade gehabt. Ja, eine Riesenchance haben sie gehabt. Wurde dank Flauder vereint. Mir gefällt aber, wie unsere durchgehen. Also eben gerade der Ball eigentlich nicht zu erreichen. Trotzdem wird durchgelaufen. Also Tuma ist dann durchgesprintet, hat verhindert, dass der Torhüter den Ball annimmt und sauber weiterspielt. Und ja, also super Auftritt bisher. Ich würde aber sagen, dass die Ballinger hier auch ihre Chancen haben werden, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, das ist ganz normal. Das ist ein super heimstarkes Team, das wird schwer genug für den OFC. Umso erstaunlicher, wie dominant der OFC jetzt hier aufgetreten ist in den Anfangsminuten und wie er das bis hier gelöst hat. Dass sie wieder ihre Chancen bekommen, wie gesagt, also das ist ja ganz, ganz klar. Aber dann haben sie sofort Moral bewiesen, sofort feilschnell umgeschaltet und dann gleich wieder die Möglichkeit gehabt, das 2:0 zu erzielen dort vorne. Also insofern keinen Tadel an unseren Jungs, das sieht alles gut aus. Und ja, wunderbar gestoppt von Sreto Ristić, also der könnte auch noch hier gleich mitspielen. Der hat den Ball hier vor uns sozusagen abgestoppt. Genau, wunderbar gestoppt, technisch einwandfrei. So, wir wieder im Vorwärtsgang, leider Fehlpass, von der Abwehr abgefangen worden, der Balinger wieder im Vorwärts. Das ist Heringer, der stürmt nach vorne, spielt nach rechts außen, jetzt auf der Höhe des Strafraumes und passt nach innen. Und Flauder, klasse gemacht, super gemacht. Ah, was gibt's denn jetzt? Oh, jetzt aufpassen, gibt's jetzt Elfmeter oder was gibt's jetzt? Nee, das war umgekehrt. Das gibt, ja, das, wen hat er denn da umgesetzt? Pepic hat, ja, Laprefort, denke ich. Laprefort liegt am Boden, ja. Den hat er erwischt, ja. Ich bin immer erst einmal, ja, dass es bloß keinen Elfmeter gibt, ne, bei sowas. Aber es war dann wohl auch direkt an der Strafraumgrenze. Ja, vorher eine Szene, da ist Fallahen in Flauder reingelaufen und dann gegen Torpfosten geprallt. Ist aber nichts passiert, läuft schon wieder. Aber gut, der beißt jetzt auf die Zähne, Laprefort, und dann geht es weiter. Und Flauder, der wird das Ganze hier gleich ausführen. Und dann kann es hier weitergehen. Angie und Thomas in Dörnigheim grüßen das Bänkchen und das ganze Radioteam. Heute will es werden mit dem Dreier, schreibt der Opa Stenger, der Thomas. Also, gute, liebe Opa. Und jetzt geht es schon wieder weiter hier in die richtige Richtung, nämlich aufs Ballinger Tor zu. Ja, der UFC erst einmal mit dem Kopfball noch einmal vorne reingebracht. Aber ja, es geht hin und her immer mit dem Kopfball. Jetzt Bojai, der hat die Kugel erst einmal runtergebracht auf den Boden. Serkan Firat, der zieht ein bisschen rein ins Zentrum. Da wieder Bojai am ersten vorbei, vorne reingesteckt. Jetzt vielleicht abziehen und da ist das Tor! Fecinho macht das Tor, haben wir es nicht gesagt? So haben wir es gesagt. Kapstein muss ein Ding machen und Fetsch wird heute in Anführungszeichen seinen nicht vorhandenen Fluch, den wird er begraben. 2:0 UFC, Donnerschlag! Super, so war es erst von rein. Hoffe ich. Also super, super Konter gewesen. Das ist Kampf von Vierer, glaube ich. Ja, also ein super, so, super Spiel. Und also was mir gefällt, ist, dass man hier hauptsächlich bei den zweiten Bällen hinterhergeht und verhindert, dass die Balinger ins Spiel kommen. Also man geht richtig zur Sache. Man geht den zweiten Bällen hinterher und wenn man einen Ball hat, spielt man entweder breit, verlagert auf die Seite, um Platz zu haben, oder geht in die Tiefe. Also wunderbar. Also unser Stefan Schickdanz, unser lieber Kollege, der hört uns auch zu. Thomas, er grüßt dich ganz speziell, freut sich total, dich mal wieder am Mikrofon zu hören. Und das, was du uns hier verkündest, das ist sozusagen das Abbild dessen, was unsere Jungs hier hervorragend machen. Ein brillantes Spiel der Offenbacher Kickers. Ja, wunderbar. Hallo, lieber Stefan, viele Grüße. Aber nicht zurück.
Weiter geht's. Und das ist Rodas, der Ex-Offenbacher. Ja, ja, ja. Hier im Zweikampf mit Vierrad, die alten Bekannten. Ja, ja, ja. Da gibt es Feuer drin. Jetzt die Balinger. Der Capitano, da kommt er hier. Ja, versucht. Das war Tobias Klein. Ja, auf Rodas noch einmal gelegt. Jetzt läuft das Bällchen schnell hier über die linke Seite. Ja, da versuchen sie es, hier Richtung Zentrum zu kommen. Vorne reinzustecken, aber nicht mit Jelinecki. Sagt er sich, nimmt den Ball runter. Ja, jetzt aber der zweite Ball noch einmal für Balingen. Ja, sie versuchen es immer da im Getümmel im Zentrum. Weiß ich nicht, jetzt, da war auch ein kleines Handspiel. Zumindest der Versuch eines Handspiels. Aber weiter geht's, Schiri hat es nicht gesehen. Und wir haben es auch nicht gesehen, oder? Nein, das war böse angeschossen. Das war im Grunde war es ein Stürmerfaul. Wir sind ja unter uns, das sagen wir auch niemandem. Stürmerfaul. Naja gut, das war schon interessant, weil das ist der beste Scorer, der die meisten Scorerpunkte vorlagen. Und schade. Ja, aber wegen 2 Meter braucht man keine Abseits pfeifen, oder? Ja, sehr ganz 2-3 Meter nur. Kann man gar nicht sehen. Aus der Entfernung kann man es gar nicht sehen. Niemals Abseits. Die Offenbacher sind nicht im Abseits. So, Donnerschlag, ihr Bube. Schön, euch wieder zu hören. Bringt 3 Punkte mit vom Kaiserstuhl, damit es nochmal nach oben geht. Grüße an den Fanclub Ostkreis Power, unsere Freunde vom Fanmuseum und die Biersteiner Buben. Die rot-weiße Brut, schreibt hier der Schäufler. Haben wir hier mit ausgerichtet. Ich muss immer die Maske noch ein bisschen runter machen, damit wir hier besser zu verstehen sind. Aber das, was ihr hören sollt, das ist, dass der UFC 3-0 führt. Und das habt ihr alle mal verstanden. Das freut uns sehr. In der 26. Minute, ja, sind wir doch hier sehr, sehr freudig erregt, wenn wir unseren Offenbacher Kickers hier zuschauen. In der 3. Minute hat es eingeschlagen. Da war es Karpstein. Und der 2. Treffer ist in der, wie viel Minute gefallen? In der 27. Fetchinho. Und damit sind gleich 2 Statistiken beerdigt worden. Also zum einen hat Fetch natürlich wieder getroffen, so wie wir es prognostiziert haben hier vorm Spiel. Also ihr könnt einfach zurückspulen, da hört ihr es. Genau das haben wir nämlich gesagt. Und zum anderen ist es eben so, dass wir gesagt haben, die Offenbacher Kickers werden die Ersten sein, die hier auf diesem Feld überhaupt ein Gegentor erzielen. Ja, und jetzt haben sie gleich 2 erzielt. Also das sollte recht nach unserem Geschmack sein. Also, jetzt wird es hier gleich weitergehen. Hinten raus die Offenbacher Kickers mit dem Einwurf Mike Vetter. Ich stehe mal ein bisschen auf, da kann ich hier am Trainerhäuschen vorbeischauen. Wir haben uns hier so ein Pavillon selbst gebaut und sitzen hier unten direkt an der Bande. Also direkt fast an der Grasnarbe. Und ja, ja, die Balinger kriegen so richtig keinen Zugriff. Schön gemacht von Bojai auf Donai Dennis. Der hat viel Platz und er versucht das jetzt mit dem weiten Schlag. Ganz klar, über 45 Meter. Das muss man mal probieren, gerade beim Stande von 2-0. Das hat er drauf gelauert, denn der Torwart, der stand in der Tat weit draußen. Und das kennen wir ja von ihm. Er ist ja ein Frechdachs. Ja, ich erinnere mich noch, das erste Spiel in Pirmasens, dieser riesenlange Ball, der quasi als Büchsenöffner dann der Büchsenöffner gewesen ist für dann zum endgültigen Sieg. Und das war eben auch so eine Sache, dass er über den großen Torwart drüber spielen wollte. War leider rechts am Tor vorbei, aber vielleicht nächstes Mal. Ja, liebes Fanradio-Team, was schreibt er? Wir brauchen die 3 Punkte vom Kaiserstuhl und grüßt alle, die wie ich mal wieder Stadionluft schnuppen wollen. Klaus Pfannmüller, ja, das wollen wir doch alle. Ganz klarer Fall. So, der UFC verteilt jetzt erst einmal das Bällchen. Hat es nicht allzu eilig, aber es geht trotzdem recht flott hier zur Sache. Ganz klarer Fall. Und dann ist er im Aus. Da war nämlich noch eine rote Brust sozusagen dazwischen. Einwurf, UFC, das Ganze schon in der Hälfte der Balinger. Und wie gesagt, der UFC, die klar spielbestimmende Mannschaft, führt zurecht mit 2-0. Und es ist natürlich, ja, wenn man in der 29. Minute mal auf einen solchen Spielstand schauen kann, eine in Anführungszeichen fast schon beruhigende Situation, die wir so lange nicht gehabt haben. Naja, sag mal, beruhigt bin ich beim 4-0, aber wenn du es so siehst. Und UFC ist, oder umgekehrt, der Kunstrasen, das scheint... Oh, ja, 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 was war da genau? Boja wollte einen Ball köpfen und da war ein hohes Bein und hat ihn wohl am Kopf erwischt. Ist sofort auf den Boden gefallen, also der scheint ordentlich erwischt zu haben. Ja, das ist natürlich bei dieser Kälte und dem harten Boden nicht sehr lustig. Also da muss er wohl, glaube ich, behandelt werden. Hier unser Physio, der steht schon hier, ja, einlaufbereit, aber nee, also der ist hart im Nehmen, der hat Nehmerqualitäten. Ja, der ist wie ein Boxer, der steht wieder auf und weiter geht's. Orientiert sich gleich dort vorne in die Spitze rein und so wird es den Freistoß geben für den OFC. Also schauen wir mal, dieser Pfiff, der kam auch jetzt hier wieder von Sreto. Er hart weiter drauf. Tempo, Tempo, sagt er seinen Jungs. Und jetzt Freistoß über die linke Seite. Also, ja, Fetcher Tempo, Fetcher Tempo. Ihr habt's gehört. So, und jetzt Serkan Vierer, der schaut noch ein bisschen
bisschen. Gemeinsam mit Tonai Dennis. Wer wird ihn treten? Das ist jetzt die große Frage. Ich tippe mal auf Tonai Dennis. Der sieht dort ein bisschen entschlossener aus. Und jetzt ziehen sie das ganze Feld noch ein bisschen nach rechts. Jelenetski, der hat jetzt versucht, hier den einen Spieler hier mitzunehmen. Aber irgendwie will es noch nicht freigegeben sein. Der Schiri, nee, der macht noch keine Anstalten. Jetzt trabt er erst einmal langsam dort hier hin, um sich das Ganze hier von hinten aus anschauen zu können. Und Tonai Dennis, jetzt kommt er reingeschlagen und Tor! 3-0 UFT, Donnerschlag! Zwick mich mal! Super, in der 30. direkt so, weil ich es gesehen habe, an Mann und Maus vorbei ins lange Eck. Super verwandelt, aber so kennen wir ihn ja. Tonai Dennis, frech wie Gassendreck, kann man nicht anders sagen, oder? Super. So haben wir es früher immer gesagt bekommen, frech wie Gassendreck. Natürlich Grüße auch vom Stefan Schäufler aus dem Blog beziehungsweise aus Rottgau. An die zwei, also hier das auch noch schnell mit ausgerichtet. Und die Katharina Trauber, die schreibt auch, wir wünschen Michael alles Liebe und alles Gute zum Geburtstag. Natürlich die 3 Punkte für den OFC. Ganz liebe Grüße Katharina und Paddy. Ja, und hört noch, was hier mit der Anlage los ist. Also hier läuft es nicht zusammen bei Balingen, sowohl auf dem Feld als auch hier, was die technische Ausstattung angeht. Und der OFC führt in der Tat 3-0, also alle 10 Minuten sozusagen ein Tor. Kickers erst, was willst du mehr? Und ich war ja vorhin gerade so ein bisschen am Ausholen, lieber Thomas. Wir beide haben ja schon mal am Kunstrasen agiert, ne? Und da haben wir 4-1 gewonnen und jetzt wieder. Das heißt, dieses Geläuf, das scheint dem OFC zu gefallen. Oh, jetzt erst nochmal aufpassen. Da hinten Mike Vetter, der macht dort Schluss mit Lustig, hat dort im eigenen Strafraum geklärt. Aber wie gesagt, das scheint das richtige Geläuf für uns zu sein. Ja, stimmt. Ja klar, ich meine, das ist besser als ein Matchboden. Man kann hier wunderbar spielen, man kann hier kombinieren. Ich denke, es kommt unserer Spielweise entgegen. Ja, auf jeden Fall. Unsere Jungs fühlen sich pudelwohl. Und hier, auch Boja wieder topfit. Er ist ja eben noch hier, er musste fast noch behandelt werden. Aber jetzt gibt es Platz dort für Ronny Marcos. Der kann erst einmal hier auf der Linie entlang spielen, auf Davut Tuma. Ja, da springt er dort vorne wieder rein. Also das sieht sehr, sehr gefällig aus, was die Offenbacher hier spielen. Der Ball im Haus, Einwurf wird es geben. Servus aus München, viele Grüße nach Schweben. OFC-Sektion München, Manuel Pavlik schreibt das. Und da geht es schon wieder weiter. Der OFC kommt erneut über die rechte linke Seite. Und Serkan Firat jetzt vielleicht mit dem zweiten Ball muss zurückspielen auf Mike Vetter. Der böte sich zumindest an. Er versucht das mit Tonai Dennis, dem Torschützen. Und der Ball, der geht erst einmal ins Tor aus. Da ist nichts zu machen. Naja, also, das ist ein Tag, das macht richtig Freude. Ja, also leider jetzt ein Missverständnis. Was mich vorher beeindruckt hat, bei uns im Aufbauspiel ein Fehlpass und Fetsch holt sich den Ball quasi in unserer eigenen Hälfte und ist dann eine Minute später im Strafraum empfangsbereit und warten auf die Bälle. Also es ist super. Ja, und wir sind auch empfangsbereit. Sogar, ganz hohes, gefährliches Spiel. Da muss er sich nicht hier noch was rausholen wollen. Fallerhähn ist das. Ja, da sagt er, ich habe noch nichts gemacht, aber der Ball, der Fuß, der war so hoch, der ging Mike Vetter ins Gesicht und der blutet jetzt hier direkt vor unseren Augen. Ja, der muss jetzt wohl hier behandelt werden. Also, da... Ja, jetzt gibt es die hitzige Diskussion, nur da gibt es doch gar nichts zu diskutieren, oder? Das war ein richtig gefährliches Spiel. Ja, der hatte ihm 2 Meter Höhe, das war ein Kung-Fu-Tritt. Ja, Mike Vetter war ja auch im Sprung, ne? Und dann haut er, also unglaublich. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiri dazu sagt. Das gibt's doch nicht. Ja, und, ja. Hier, guck, da. Ja, jetzt, pass auf, jetzt der Schiri. Also, ja, es gibt aber nichts. Hat er nicht mal Geld bekommen, oder? Hier, Boja, guck, weil das Ding bekommen hat, Boja hat sich jetzt auch noch mal hier Wasser übergeschüttet. Also, der hat sich selbst behandelt, oder? Ja, der hat selbst behandelt, ja. Der will schon wieder vorne das nächste Tor schießen. Physio noch mit Mike Vetter behandelt. Ja, der ist auch noch hier im Dauerbetrieb. Das heißt, der OFC erst einmal in Unterzahl. Aber in Überzahl, was die Torerfolge angeht. Deren 3 an der Zahl für den OFC. 0 auf Balinger Seite. Und das Ganze in der 34. Minute. Der OFC schon wieder mit dem Freistoß. Tonai Dennis. Ja. Eben hat er ja schon getroffen und vorhin hat er es versucht. Jetzt erstmal mit dem Lupfer vorne rein auf Bojai und Tor! 4-0 Bojai! Was ist denn hier los? Donnerschlag! Ja, wo gibt's denn das? Ich hab doch gesagt, er hat sich selbst behandelt, damit er vorne das Tor schießen kann. Gesagt, er hat kaltes Wasser über den Kopf laufen lassen, durch den
auf die Wunde vom Schlag. Und Thomas, das war kein Wasser, das war der Zaubertrank, den er da über sich geschüttet hat. Und dann macht der verletzte Bo auch noch das 4:0. Ei. Ja, was gibt's denn da? Also, ich habe ja mit vielem gerechnet. Und ich weiß natürlich um die Stärke unserer Jungs. Ne? Und das haben wir ja auch gesehen in den letzten Spielen. Auch wenn sie nicht so klar immer zu den Torerfolgen kamen, hat sich die Stärke angedeutet. Aber bei einer so heimstarken Mannschaft hier so dominant aufzutreten und eiskalt in der Torverwertung, Donnerschlag und Hut ab. Ja, und am Rande bemerkt in Unterzahl, weil Vetter noch behandelt wurde. Also weiter geht's mit Rodas, der erst einmal zurückspielt. Ja. Die Balinger hier vollkommen konsterniert. Die wissen nicht so recht, was ihnen hier geschieht. Das haben sie sich anders vorgestellt. Sympathische Truppe, sympathischer Verein. Aber ja, heute will es zumindest hier in dieser ersten Halbzeit nicht recht zusammenlaufen. Und naja, also da muss man schon sagen, da müsste es schon ganz, ganz dumm kommen. Aber nein, wir denken nur nach vorne, wir denken nur positiv. Und das ja, sind unsere Offenbacher Kickers, die uns heute viel, viel Freude bereiten. Gut, also Vetter hat jetzt mittlerweile einen blauen Verband zum türkisfarbenen Trikot. Oh, sieht sehr sexy aus, als ob er so eine Badekappe auf Vetter, so eine blau-weiße Badekappe, oder? Und er hat das Trikot wechseln müssen, weil das alte Trikot blutig war. Ja, das Trikot ist jetzt wieder auf dem Feld und ich erwarte, dass er weiter, munter weiterspielt. Also super. Er wollte ein rotes Trikot, Mike Vetter wollte ein rotes Trikot, deswegen war es blutüberströmt. Aber den kann nichts erschüttern. Jetzt hat er hier die blau-weiße Badekappe auf. Das sieht schon merkwürdig aus. Aber ich denke, dem Mike, dem macht das nichts. Gerade beim Stande von 4:0. Wann haben wir das zuletzt gesehen? Das wäre vielleicht auch mal eine Frage an die Statistiker. Ja, nach 34 Minuten 4:0, das haben wir lange nicht gehabt. Zumindest in dem Punktspiel wüsste ich gar nicht. Ja gut, wir haben es ja angekündigt, wir haben es angefordert, also von daher nur folgerichtig. Ja, bestellt hatten wir das so. Bestellt, genau. So, jetzt gibt es einen Freistoß von halb rechts für Balingen. Große Versammlung im Strafraum, jetzt wird der Ball reingegeben. Aber Zielniecki köpft dann raus. Oh, am Strafraumrand gab es ein Duell zwischen Bojai und Heringer. Heringer mit einem großen Schrei liegt noch auf dem Boden. Jetzt steht er auf, weil er sieht, wird nicht gepfiffen. Jetzt läuft er wahrscheinlich wieder munter weiter wie ein Wiesel. Ja, also. Also ich will das nochmal sagen, weil wir jetzt hier so ein bisschen das erste Mal durchatmen können, auch wenn die Balinger versuchen jetzt hier mit dem langen Ball zu operieren. Und Mike Vetter, ja genau, mit der Verletzung am Kopf hat er jetzt auch den Kopfball noch gewonnen. Und Serkan Firat, erst einmal vorne ins Zentrum gespielt, da ist der Ball erst einmal in den Reihen der Roten. Aber ich will das nochmal sagen, das ist einfach auch ein Appell. Ich denke, das wäre ganz, ganz gut und wichtig, wenn wir uns alle im ganzen Umfeld nicht so schnell auseinander dividieren lassen würden, wenn es mal nicht so richtig läuft. Ja, wir sehen das, ne? Manchmal da ist das so, da geht der Ball nicht rein und so weiter. Aber, wir müssen auch mal eines sehen. Ne? Im Grunde ist das ja eigentlich fast das erste Jahr, in dem wir so richtig konkurrenzfähig sind. Was den Etat angeht, klar, da haben wir letzten Jahr begonnen mit dem neuen Präsidium, aber da hat es mit der Mannschaft nicht gepasst. Jetzt passt soweit erst einmal alles, auch wenn es dann nicht immer jedes Bällchen im Tor landet. Ne? Und wie lange haben andere Mannschaften gebraucht, um dort hochzukommen? Jetzt erst einmal toller Pass auf Serkan Firat auf der rechten Außenbahn. Der OFC also schon wieder Richtung Tor dann unterwegs und dann kommt er vorne rein auf den Elfmeterpunkt. Ja, jetzt Mike Vetter im Zweikampf. Ja, da hat er die über die Badekappe sozusagen laufen lassen und jetzt kommt die Flanke vorne rein. Na ja, da stand der Fett schon ein bisschen zugedeckt, ganz klar. Und die Balinger, die haben ihren Schaft, die Kugel dort hinten raus zu bringen. Jetzt im Zentrum versuchen sie es, aber der OFC, der macht dort ganz, ganz dicht, ganz, ganz früh, ganz, ganz weit oben. Also sie stehen hoch, das macht richtig Freude hier. Ja, und da will ich das einfach nochmal ausführen. Andere Mannschaften haben auch so lange gebraucht. Waldhof Mannheim war 8 Jahre lang in der Regionalliga und noch, ich glaube, 3 Jahre lang in der Oberliga Südwest. Saarbrücken war 6 Jahre lang in der Regionalliga und mit riesen Etats agiert, riesige Etats. Denken wir nur mal an Hoffenheim, die mit riesen Etats 6 Jahre unter dem Supertrainer Hansi Flick nicht aufgestiegen sind aus dieser Regionalliga. Wie lange das gedauert hat. Oder an RB Leipzig. Also das ist nicht so einfach. Und jetzt sind wir doch froh und dankbar, dass wir eine so konkurrenzfähige Mannschaft haben, die hier ja sportlich, aber auch das ganze Umfeld eben finanziell so gestalten können, dass wir ernsthaft konkurrenzfähig sind und mitspielen können. Und dann kommen auch die Erfolge. Nur da braucht es halt ein bisschen wirklich Geduld und nicht bei jedem
jedem Rückschlag dann alles irgendwie in Frage stellen. Das war mir einfach nur nochmal wichtig. Und jetzt kommt der OFC erst einmal mit dem Vorchecking weiter hier zur Sache. Aber die Balinger schieben sich die Kugel erst einmal hinten rum. Dann der öffnende Pass. Ja, Crosspass rüber, soll auf Rodas kommen. Vetter kümmert sich darum. Ja, ja, und er hat die Kugel. Da dürfte nichts anbrennen. Jetzt kommt er hier über Serkan Firat auf der rechten Außenbahn. Auf Fetsch, der hat sich weit zurückfallen lassen, hat er gut gemacht. Erst einmal abgespielt, Laprivot einfach so hier, zack, rüber geschnipst das Bällchen. Sah gut aus, ne? Ja, super, technisch einwandfrei, One-Touch-Fußball über 4 Stationen und die Balinger liefen es leer. Also sehr schönes Spiel bis dahin, also wunderbar. Laprivot lässt immer weiter zurückfallen, verteidigt hinten. Dadurch hat Vetter mehr Platz, kann wer nach vorne gehen, also... Sieht sehr schön aus. Also hier will uns jemand die lange Nase machen. Da muss ich erstmal in 22 Grad warme Fuerteventura fliegen, um mich mal hier mit dem OFC verwöhnen zu lassen. Und die vielen Tore, er will die 3 Punkte heute, schreibt der Chris. Aber der kann uns keine lange Nase machen. Wir haben heute den schöneren, den besseren Platz und uns ist richtig warm ums Herz, oder? Genau, genau. Außerdem, wir haben auch 16 Grad, also 8 Grad in der ersten Halbzeit plus 8 Grad in der zweiten Halbzeit sind auch 16 Grad plus 4 Tore. Da sind wir auch bei 20 Grad. Also, um nichts in der Welt würde ich jetzt gerne in Fuerteventura sein. Nein, das ist hier unser Platz heute bei den Offenbacher Kickers beim Balinger SC. Also, wir schauen nochmal rein. 4. Minute 1-0 Kapstein. 24. Minute 2-0 Fetsch. Und dann in der 34. Minute, also immer die 4 im Spiel, was tun halt Dennis und... da war es die 30. genau. Und in der 34. Der ist aus der Reihe getanzt. Und in der 34. dann Boja. Da haben wir es wieder. Und unten läuft es ja auch im Laufband. Naja, das macht auch richtig Freude. Und da will ich es auch nochmal sagen: Wir brauchen eure Unterstützung. Denn jetzt in Halbzeit könnt ihr vielleicht euren Unterstützungsbeitrag abschicken. Das würde uns sehr, sehr freuen. Beziehungsweise auf das Konto der Offenbacher Kickers. Da unten ist es eingeblendet. Euren Beitrag 40 Euro braucht es. Oder 2x 20 Euro Vorrunde, Rückrunde. Oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann kriegen wir das alles gemeinsam hin, so wie wir uns das vorstellen, so wie ihr euch das vorstellt. Und ihr seid ja heute auch wieder live dabei im OFC-Fanradio. Jetzt sind wir live dabei, wie der OFC erneut aufbaut. Über links. Ja, es ist ganz interessant. Wir haben den Ball noch am Tor und der Trainer sagt Tempo, Tempo, Tempo und alle marschieren so nach vorne. Jetzt sind wir schon auf... Oh! Fetschinho! 5:0! Und der Frechdachs macht das nicht in der 44. Nein, schon in der 42. Das darf der doch gar nicht. Ja, Fetsch, also macht hier das 5:0. Ja, also was will man da anders sagen als Donnerschlag? Ja, also Fetsch, sehr gut, aber es fehlt noch eins. Also ich glaube, die Leute, die heute das Spiel nicht sehen können, die es von uns hören, die glauben, die zwei spinnen, das die stimmt spinnen. Nicht. Ja, ja gut, im Grunde, wir wollen es ja nicht sagen, Spiel ist abgesagt worden, wir machen hier so... Ja, die machen hier unser eigenes Programm. Genau. Nee. Die mal FIFA, ja, oder wie das heißt. Okay, die Kickers machen hier ihr eigenes Programm, aber ganz, ganz eigenes Programm. Also es ist wirklich, es läuft hier am Schnürchen. Aber wie ich eben gesagt habe, wir sind am eigenen Tor. Der Trainer sagt Tempo, alle stürmen nach vorne. Und eine Minute später gibt es schon eine Flanke von links außen auf die Mitte und... Ja. Aber du hast das ja vorhin mit der Statistik schon mal bemüht, Thomas. Du hast dich da ein bisschen schlau gemacht, weil wir haben ja vorhin gesagt, ja, der Behringer und auch hier der Fischer, die sind weit vorne, haben glaube ich 12 Treffer und Fetsch hat ja in Anführungszeichen nur 9 Treffer. Jetzt brauchen wir nur noch eins, um gleich zu ziehen. Genau, es war nur ein Treffer. Wir haben ja vorhin gesagt, 3 Tore und dann hat er aufgeschlossen, wenn der Fischer hier nicht trifft, aber der bis jetzt verteilen wir wunderbar, also ein schönes Spiel, wunderbar. Schiedsrichter schaut schon auf die Uhr. Der wird jetzt gleich abpfeifen. Ich glaube, bei 5:0 für uns kann man auch mal abpfeifen, ein bisschen Pause machen. Also, wunderbares Spiel bis jetzt. Baling versucht immer mit langen Bällen auf Fischer, aber er hat überhaupt keine Chance. Ja, Vetter hat schon wieder gerettet, wurde aber vorher abgepfiffen, abseits. Aber selbst wenn es kein Abseits gewesen wäre, Vetter hat den Ball sicher. So, jetzt Abstoß, Flauder. Wir haben ja, ich meine, also man muss es wirklich sagen, wir sind jetzt einfach ein bisschen in Euphorie, weil das ist ja unglaublich, ist ja toll. Ne? Aber wir haben natürlich, gehen natürlich weiterhin demütig an diese Sache und wir haben auch vor dem Spiel gesagt, auf dem Weg hierhin, wenn wir 1-0 gewinnen, dann ist alles gut und richtig. Ja? Man kann nicht erwarten, dass hier alles an die Wand gespielt wird. Allerdings sieht es jetzt erst einmal so aus und das freut uns. Und früher haben wir ja immer diesen flapsigen Spruch gesagt, 7-0, Pünktchen, Pünktchen, zur Halbzeit. Das könnte jetzt fast kommen. Ja, ja, gut, jetzt sieht das nicht mehr, aber wir haben tatsächlich auf dem Wiki, haben wir gesagt, wir können froh sein, wenn es 1-0 ausgeht. Baling ist
trotz des 0-5, das ist eine sehr heimstarke Mannschaft und ich denke, das zeigt, wie gut unsere Mannschaft derzeit ist. Jetzt gibt es wieder einen Eckball von der linken Seite. Kein Eckball, ein Freistoß. Direkt aufs Tor. Ja, da hat er da hinten am ersten Pfosten mit dem Kopf noch geklärt. Und Sredo, der hat immer noch nicht genug. Nee, der will noch mehr. Der schickt seine Mannen immer weiter nach vorne. Tempo, das ist hier die Maßgabe. Und das sieht richtig ordentlich aus. Also 45 Minuten sind gleich um 25 Sekunden in der offiziellen ersten Spielzeit noch. Und beim Stande von 5:0 freuen wir uns dann auf ein Halbzeit-Tee. Und in der Tat, du hast ja tollen Zitronentee mitgebracht, ne? Ja. Tollen Zitronentee, aber ich bin hier noch beschäftigt. Ich schaue noch, was der Trainer für Anweisungen gibt. Also wie gesagt, steht 5-0 für uns und er läuft noch hier auf 100% und gibt Anweisungen. Jetzt Abschlag vom Ballinger Tor und der wird nicht mehr ausgeführt, hat sich viel Zeit gelassen. Also 5:0 führt OFC zur Halbzeit. Das macht Appetit auf mehr. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht.
So, ihr Lieben, da sind wir wieder und hier wollen wir euch gleich noch ein paar Geschichtchen erzählen, was sich so in der Halbzeit hier zugetragen hat. Zum einen gab es hier ein Interview mit Bekdasi, den kennen wir natürlich auch hier. Der hat uns auch schon mal mächtig eingeschenkt, aber heute wird er uns nicht einschenken, denn der ist nur auf der Bank hier unterwegs. Zum anderen werden unsere Jungs gleich dann jetzt wieder kommen. Die Trainer sind hier schon zurück auf beiden Seiten. Und ja, wir haben ja eben ja auch mit den Spielbeobachtern von Baling gesprochen. Also die waren selbst ganz aus dem Häuschen, haben gesagt, also unglaublich. Also sie können es nicht erklären, was hier denn los ist. Ja, und dann habe ich hier noch einige Grüße abzuarbeiten. Ich grüße aus dem Fanlager aus Mönchengladbach. Hier steht alles Kopf über das 4:0. Ja, mittlerweile steht es ja sogar 5:0. Da ist das Derby heute nichts dagegen. Nur der OFC. Das ist da die Botschaft. Dann haben wir Dennis Braun aus Berlin. Das ist von den Berliner Exzellenten. 5:0 in der Halbzeit. Das ist ja unglaublich. So kann es weitergehen. Ich grüße meinen Vater Ralf, den ich wegen der Pandemie seit über einem halben Jahr nicht mehr live gesehen habe. Und alle Mitglieder des Fanclubs Berliner Exzellenten. Gruß der unartige Artdirektor Dennis Braun hiermit ausgerichtet. Und ja, aus Neu-Isenburg kommen Grüße mit einem Donnerschlag und träume ich. Nein, nein, du träumst nicht, lieber Hobby-Lox. Das ist die Wahrheit. 5:0 für der OFC hier zur Halbzeit. Und dann schreibt wer hier, der Daniel Merten. Leute, wenn ich die Fangesänge vom Bärsch höre, vom Band höre, bekomme ich Gänsehaut. Hoffentlich ist es bald wieder soweit. Bleibt negativ, schreibt er, bleibt negativ. Ja, 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 genau. Ja, in dem Fall hat er recht, Daniel aus Aschebesch. Ja, das stimmt. Und in die gleiche Richtung geht das hier vom Heiko. Grüße kommen nämlich aus Rottgau. Danke für die geile Stimmung in der Halbzeit. Wir waren schon kurz davor, den Ton abzuschalten, um das Übliche nicht zu hören. Und hervorragend, direkt Gänsehaut und Bärsch-Feeling. Also, da soll das Fanradio ganz lieb gegrüßt werden. Das freut uns sehr. Ja, und ich habe das heute Morgen im Auto erzählt. Einen Freund, den müssen wir noch ganz besonders grüßen. Das ist nämlich der Bubi von Taxi Fledermaus, also der Sohnemann vom Adi Wehner Senior. Und den habe ich heute Morgen in aller Früh, da war es noch dunkel, da haben wir gewartet, dass der Metzger irgendwann aufmacht, die Rollladen aufmacht, bei Metzger Schmidt in Bieber. Und da habe ich den getroffen und dann sagte der zu mir, pass mal auf Lars, wir machen das so. Also für jedes Tor, was die Kickers mehr schießt als der Gegner, gibt es 40 Euro Beitrag. Das, ich glaube, er hat es auch nicht geglaubt, dass es 5 werden können. Das sind jetzt schon 200 Euro. Aber du wirst nicht glauben, das habe ich ihm eben gesagt. Lieber Adi, das wird richtig teuer für dich. Und da schreibt er zurück, für den OFC und das Fanradio ist mir nichts, aber auch gar nichts zu teuer. Ja, das ist ein super Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Also das macht richtig Spaß hier. So, Martin Schiller schreibt, Weltklasse, ihr habt wieder mal einen rausgehauen mit der Musik in der Halbzeitpause, beste Entscheidung mit den Fangesängen, Gänsehaut pur, Kunstrasen bei uns im Stadion, will er verlegen lassen, ein möglicher Weg in die Champions League, fragt er. Ja, das ist ein Geheimrezept, das könnte vielleicht ein Rezept sein. Und ja, jetzt schauen wir mal, da sind zumindest die Balinger schon zurück, unsere, die schließen sich hinten an, da kommen sie gleich hier auf das Kunstrasengeläuf, das wir ab sofort so lieben. Und wie gesagt, das war ja eben der Vorschlag. Das war ja eben gerade der Vorschlag, ob wir nicht bei uns im Stadion Kunstrasen verlegen könnten. Ja, gute Idee. Ich schaue gerade, der OFC kommt auf den Platz, fährt der erste Ball mit seiner Badecup, ja. Es sieht tatsächlich so aus. Blaues Pflaster mit fixiert mit einem weißen drüber. Also sieht lustig aus. Und so, unser Kameramann, der schaltet jetzt da oben auch wieder an und dann kann es losgehen. Flauder hat nochmal einen Balltest gemacht und gleich nehmen wir die Zeit. Aber du warst noch bei der Badecup? Ich war noch bei der Badecup und ich habe deswegen geschaut, weil ich hier links sehe, dass Sobota instruiert wird. Ich denke, der sollte eingewechselt werden. Aber ja, aber Bernd Winter und Thomas Sobotzik, die stehen noch auf dem Feld, die wollen auch mitspielen. Die werden jetzt gleich hier noch das Feld verlassen und dann kann es hier so richtig losgehen, wieder in Halbzeit Nummer 2. Und der OFC wird anstoßen. Fecinho, der ja, Torschütze, ja, hat ja gleich zweimal getroffen. Hat gleich zweimal getroffen, einmal steht noch aus, aber wollen wir es nicht übertreiben. Haben wir ja prophezeit. Zumindest gewünscht. Jetzt schauen wir jeden Moment. Geht's los? Also, da ist das Bällchen wieder am Laufen und der OFC im Ballbesitz hintenrum. Malte Gabstein, auch der hat getroffen.
Der hat den Reigen eröffnet, sozusagen in der vierten Spielminute mit dem Kopfball. Da hat es schon geklingelt. Na, da kann man mal sehen, was das wert ist, wenn man eine frühe Führung hat. Ne? Und das war ja so ein bisschen das Ding, wir haben ja nie schlecht gespielt. Wir haben ja immer einen Haufen Chancen rausgespielt. Ja? Aber wenn du das frühe Tor nicht machst, dann wird halt alles immer schwieriger, trotz des vielen Chancen. Und das ist halt heute ganz anders gelaufen. Aber jetzt aufpassen, die Balinger, die haben sich natürlich jetzt nochmal richtig viel vorgenommen. Eben auch hier so im Halbzeitkommentar hieß es, naja, sie wollen jetzt nochmal so richtig Gas geben und versuchen doch nochmal das ein oder andere Tor zu machen. Naja, aber ich glaube, unser OFC, der ist heute gut gewappnet. Ja, allerdings. Und wenn ich da mich erinnere an das Spiel gegen Balingen ohne Haar, das war ein munteres Scheibenschießen. Da hätten wir durchaus auch 4-5 führen können, 4-5-0 führen können. Und es am Ende des Tages stand mit 0 Punkten da. Also schon interessant. So, jetzt. Jetzt ein Angriff von uns über links. Da ist hier der Ball ist im Tor, allerdings auf dem Nebenfeld. Auf dem Nebenfeld hat er den jetzt weggepolst hier. Brachial, ich weiß gar nicht, was das jetzt sollte. Da hat er den Ball einfach Volley da rausgekriegt. Er ist links durchgebrochen und der Verteidiger konnte nur den Ball wegschießen und ja, halt aufs Nebenfeld. Also das ist schon interessant. Wir sind hier 2 Meter von den Spielern weg, 2,5 Metern. Steht hier Ronny Marcos sozusagen inmitten der Ersatzspieler und soll jetzt einwerfen. Das ist alles so eng hier. Da steht der Trainer, da stehen die Ersatzspieler und Ronny Marcos beim Einwurf. Und jetzt laufen sie sich hier dann warm. Das heißt, da wird es nachher noch den ein oder anderen Wechsel geben, ganz klar. Es dürfen ja bis zu 5 ab heute gewechselt werden. Heute ist ja Rückrundenstart, obwohl die Vorrunde noch 2 Spiele mit dem FSV und dem Spiel in Homburg noch auszutragen hat. Ja, Fetscher, der greift schon wieder früh an, macht er zu. Ja, da vorne war er schon wieder ganz torgeil sozusagen. Ja, genau, hat schon wieder angegriffen. Also hätte er das Bein rausstrecken können, hätte er wahrscheinlich schon mal abgefangen. So, wir wieder über rechts. Vierrad ist schon wieder. Und ein Kopfball vom Tor! Poyai! Poyai auf Flanke, fetter 6:0. Es geht da weiter, wo der OFC aufgehört hat vor der Halbzeit. Ja, das wird teuer für Adi Wehner. 6 Tore, Donnerschlag. Also Poyai, blitzsauber rausgespielt, die Flanke von Mike Vetter. Mit seinem blau-weißen Badekäppchen hat er das klasse gemacht. Ja, also Poyai, eiskalt versenkt. Genau, also Vierrad hat den Ball außen geholt, dann zurückgepasst auf Vetter und der hat das Ding wunderschön reingezirkelt und Poyai hat es verlängert in die lange Ecke und ja, 6-0. Also ich lege mich mal fest, so arg hoch verlieren wir heute nicht mehr. Ja, es wird schwer und unentschieden gegen uns zu holen heute. Also, hey, ihr zwei, bubbelt das Ding um die 3 Punkte nach Hause ins Netz, schreibt Fritz Weißbart, unser toller Partner. Das ist ja Technoservice Weißbart, der uns immer ganz, ganz klasse unterstützt und auch zuletzt die Übertragung auswärts da geleistet hat. Und noch einmal Gude, wache ich auf oder träume ich? Ich kann es gar nicht glauben, schreibt der Lavischer. Aber es ist wahr und der Hofsee hat schon wieder getroffen. Wir kriegen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, oder? Ja, also mir gefällt auch die Art und Weise, so wie eben. Also die Ballinger haben einen Ball, Vierrad stürmt von hinten, die kommen gar nicht zum Passen, die müssen da hinten rumspielen und wir sind jetzt schon wieder im Ballbesitz. Einfach, also wir pressen unheimlich gut, also ein super tolles Spiel. Also nicht nur das Ergebnis, aber jetzt sind wir wieder vorne dran und haben einen Ball verloren, aber Ballinger kommt gar nicht aus dem Strafraum, muss nach hinten passen, jetzt kommt ein langer Ball, den wahrscheinlich Jelinski hat den Ball sich geholt, hat ihn auf Thuman geköpft, Labravot, und wir haben den Ball schon wieder in eigenen Reihen. Also das ist wunderbar, dass Balin keine Chance hat, die kommen nicht über die Mittellinie derzeit. Und Vetter ist schon wieder mit seiner Bademütze unterwegs, auf rechts außen, jetzt wurde abgedrängt, Vierrad auf rechts außen und Seitenwechsel auf Marcos. Marcos ganz alleine, weit und breit kein Spieler. Und er schaut, wer hinspielen kann, natürlich auf Poyai. Und der Ball geht leider ins Aus, aber ja, Einwurf wird es geben. Ronny Marcos, der schickt sich an, diesen jetzt hier auszuführen und der linken Seite. Und wie gesagt, der OFC, der kommt aus der Kabine und macht nahtlos dort weiter, wo er in der Halbzeit 2 aufgehört hat. Und ich denke, die wollten gar nicht in die Kabine, die wollten einfach weitermachen. Und das haben sie sich jetzt hier auch vorgenommen. Und weiter geht's. Ja, die Balinger haben jetzt das Gefühl, Achtung, der Ball. Ja, der wäre genau auf unserem Laptop gelandet. Aber ich war schon zur Faustberater, hast du gesehen? Ja.
Ich hab's ja erwartet, dass du rüberspringst, dich abrollst. Oh, klasse gemacht von Thomas. Super gemacht, wie den Ball abgeluchst hat. Jetzt geht's hier ins Zentrum rein. Da ist Platz, Tonai. Was macht er? Da vorne reingespielt. Erneut Bojai. Zieht ab. Ja, ins Gebälk erst einmal. Aber Ronny Marcos noch einmal über die linke Seite. Ja, den kriegt er noch. Und dann gibt es Ecke für den OFC von der linken Seite. Also, oder Freistoß sogar? Nee, ich. Ja doch, Freistoß OFC, also noch besser als Ecke. Ja, das ist also sozusagen eine Ecke direkt auf der 16er Kante. Eine kurze Ecke. Eine kurze Ecke. Das nennt man wohl eine kurze Ecke. Ja, genau. Das ist aber so auch noch nicht. Ja, das ist eine kurze Ecke, ganz klar. Genau auf der 16er Kante, da gibt es jetzt Ecke. Und Tonai Dennis. Der sieht auch schon so aus, als ob er auch noch sich ein zweites Mal eintragen will in die Torschützenliste. Und jetzt pass mal auf. Ich weiß ja nicht, ob der das Ding direkt reinzirkelt. Ja, also. Zwei Mannbauer jetzt. Die guckt er sich aus. Aber es ist natürlich jetzt ganz, ganz spitzer Winkel. Das wird ganz, ganz schwierig. Also insofern wird es dann doch eher wohl eine Flanke werden. Ist uns aber auch piepschnurz egal, wie das Ding reingeht. Hauptsache es geht rein. Und es geht weiter jetzt. Über links. Also, noch ist er nicht freigegeben. Aber jetzt, das war der Pfiff, da kommt er reingeflogen. Naja, da geht er dann doch ein bisschen übers Gehäuse. Und so bleibt's beim denkbar knappen 6:0. Aber es kommt eine Ecke dazu. Die erste Ecke in der zweiten Halbzeit. Also die Mauer und Vierrad beeilt sich, dass er ausführt. Also beim 6:0 wird er noch schnell und versucht schnell auszuführen. Auch interessant. So, jetzt ist die Frage, wird es zu kurz? Nein, er wird zu lang reingeben. In der Mitte wahrscheinlich wartet der Mann mit der Badekappe. Zu lang und... Oh. Ja, gut abgefeuert. Ja, da macht er eine gute Figur dort hinten auch im Tor. Dennis Müller, der hier Schlimmeres erst einmal verhindert. Obwohl, so ganz ehrlich, also viel schlimmer könnte es für die auch gar nicht kommen. Ja, doch. Doch, warten wir doch 3-4 Tore ab und es kann noch schlimmer kommen. Also es ist tatsächlich so, dass die Jungs, obwohl sie so hoch führen. Also wir wollen wirklich nicht überheblich wirken und klingen und wir haben da immer großen Respekt, gerade auch, was hier in Balingen alles so aufgebaut wurde. Und das ist natürlich eine ganz sympathische Truppe und sie haben hier richtig heimstark agiert. Wie gesagt, die haben noch nicht mal einen Gegentreffer gehabt. 412 Minuten ohne Gegentreffer und jetzt gleich 6 innerhalb von 50 Minuten. Also damit war nicht zu rechnen. Also insofern sind wir sozusagen ein bisschen euphorisch, aber nicht wirklich abgeholt. Ja, also wir waren schon mehrfach hier gewesen. Ich kann mich erinnern, dass wir beim Turnier auch innerhalb von der Kurzspielzeit einige Tore kassiert haben. 45 Minuten gegen die Stuttgarter Kickers haben wir 4-0 verloren. 4-0 verloren, genau. Und auch hier gegen Balingen war es immer schwierig zu spielen. Wir haben zwar das letzte Mal gewonnen, aber da hatten wir ja viel Glück gehabt. Das war letztes Jahr, aber heute ist es ein ganz anderes Spiel, als die Spieler kämpfen. Was mir gefällt, dass sie immer noch nach vorne gehen, drücken, obwohl sie halt mit 6-0 vorne stehen. Also Hut ab. Also weiter geht's hier mit dem Einwurf für Balingen auf der rechten Bahn, direkt vor unseren Augen. Soll verlängert werden, aber schon da wieder gut zugestellt. Ja, da wo Thoma, der beißt sich da richtig rein in den Zweikampf. Tonai Dennis, ja, da hat er erstmal die Situation bereinigt. Schön, weitergespielt. Ah ja, da hat Vierat Vetter gesehen und der hat jetzt viel Platz, geht über 10, 15 Meter, 20 Meter, immer noch Vetter. Jetzt, was macht er? Erst einmal rauslegen, versucht es erst einmal auf dem kurzen Wege mit Serkan Vierat. Dann schaltet er sich wieder ein und dann ist er erst einmal in den Reihen der Roten. Und da ich es sage, strafe ich mich lügen, der OFC schon wieder zurück im Ballbesitz, Tonai Dennis. Also, Bojai, ja. Also, das sieht klasse aus, was sie da spielen. Jetzt über rechts läuft das Bällchen, Serkan Vierat im Kreisel sozusagen. Ja, das hat Reto nicht gefallen, du hörst es. Ja, oh, aber wir sind schon mit dem Ball. Also, mir gefällt, dass wir sofort den Ball hinterhergehen. Wir haben schon den Ball, jetzt geht es nach links aus auf Marco. Der jetzt Platz hat, nach innen auf Fetsch spielt. Fetsch verliert wahrscheinlich den Ball. Jetzt die Frage, es gibt Einwurf. Die Frage ist für uns, ja, es gibt Einwurf für den OFC, sehr schön. Aber alle kämpfen, also bei dem Spielstand nicht unbedingt selbstverständlich. Wir spielen nach vorne, wir kämpfen, also ein Wahnsinnsspiel. Tim und Sonja grüßen ganz herzlich aus dem Rheingau. Daumen hoch für die Pausenmusik und ihr macht einen richtig guten Job. Da freuen wir uns sehr drüber. Und was gibt's denn jetzt hier? Wechselzeit oder was ist jetzt? Ich kann es nicht einsehen. Ja, hier wird gewechselt direkt vor unseren Augen, genau. Auf Balinger Seite Doppelwechsel. Ja, Pipic geht raus und Prost und...
Köberle oder Köbele und Props sind eingewechselt worden. Ein Spieler habe ich gesehen, da rausging, zweiten kann ich nicht sagen. So, Tobi Hatzebuch, der grüßt aus Froschhausen und der will sich auch nochmal bedanken, dass wir da in der Halbzeit richtig für Stimmung gesorgt haben. Das haben wir dann auch bei den Bildübertragungen zukünftig dann immer da mit dabei. Da haben wir einen kleinen Wechsel vorgenommen. Und Wechsel, das ist auch genau das richtige Stichwort. Du hast da schon wieder was erspäht. Thomas, was ist denn da los? Ja, Sobota hat jetzt sein Leibchen ausgezogen, steht jetzt auch im Mintgrün da, also wird demnächst gewechselt. Ich denke, der soll nochmal Dampf machen auf der Seite. Der ist ja pfeilschnell. Noch schneller als Lars und ich, auch wenn man es nicht glauben mag, aber ist tatsächlich. Aber es kann nicht gewechselt werden, weil der FC wieder im Vorwärtsgang ist. Fetsch spielt wieder nach außen. Auf wen? Auf den Mann mit der Bagerkappe, der geht außen vorbei. Und ich erwarte, der spielt auf Vierrad rechts außen, wieder zurück auf Tunay Deniz, wieder zurück auf Vierrad und jetzt müssen eigentlich die Flanke kommen. Ja, warum denn nicht hintenrum nur mal spielen? Ganz klar, wir haben doch die Zeit, wir haben noch den Ball und da kann man das doch jetzt hier vernünftig gestalten. Genau, das machen sie jetzt. Lassen die Balinger ein bisschen laufen und das ohne Ball und das kostet natürlich auch Kräfte, ganz klarer Fall. Also, gleich kommt dann der Wechsel nochmal, dann wird Sobota kommen, der wird auch nochmal richtig Betrieb bringen und Bojai, der hätte jetzt die Chance abzuziehen. Erst einmal ins Gebälk und Ecke, Ecke, Ecke von der linken Seite diesmal. Und jetzt wird der Wechsel kommen, Sobota wird ins Spiel kommen und der wird jetzt nochmal richtig Betrieb machen. Also hier kommt jetzt gleich dann der Wechsel und ich denke, dass ja, Serkan Vierrad geht wohl. Und oder? Er muss auf der anderen Seite raus. Der Schiedsrichter schickt ihn auf der anderen Seite raus. Also Vierrad lag jetzt auf dem Boden, weil er vorhin ja unterlaufen wurde. Aber das Spiel wegen Vorteil ging weiter. Jetzt geht wohl Vierrad raus, Sobota rein. So sehe ich das zumindest. So, und wir haben den nächsten Eckball. Eckball Nummer 2. So. Ja, und Sreto hat ihm eben nochmal mit auf den Weg gegeben, dem Cello, belohn dich. Also, und jetzt geht er dann vorne da auch schon rein ins Getümmel. Vetter, der hat da weit ausgeholt. Der hat weit ausgeholt, da wollte er das Ding Wolle nehmen. Allerdings, die Balle erst einmal dazwischen. Die versuchen es jetzt überfallartig, aber der OFC schon wieder zurück an der Kugel. Also, der beherrscht hier Ball und Gegner nach Belieben. Wunderbar. Also, Vetter, wie du schon gesagt hast, der hat schon den Fuß, der hat schon so weit ausgeholt, der hätte das Tornetz mit rausgeschossen. Aber leider waren Balinger dazwischen. So, jetzt wieder auf Außen. Oh, Tuma, jetzt im Sand dort hinten ausgerutscht, aber nichts passiert. Nichts passiert, Gott sei Dank. Ja, ja. Und es gibt erneut Ecke für den OFC. Hast du die ganzen Striche hier gemacht? Ja, okay. Also, wie viel steht es denn jetzt insgesamt nach Ecken? In der ersten Halbzeit 3-4 und jetzt 3-0 für uns. Also 7-3 für uns. Habt ihr die aktuelle Statistik und jetzt wird dort auf der Position gewechselt. Serkan Vierrad. Der kommt jetzt hier zurückgetrabt, weil er ja im Wechsel rausging und Ronny Marcos an der Kugel. Jetzt hat er sich dort vorwärts gewandt an Bojai gespielt, Tunay Deniz, ja, da ist er ein bisschen versprungen und da war der Block dazwischen von den Kaiserstuhlern sozusagen hier und ja, Zelenetsky, was macht er? Hat noch ein bisschen Zeit. Kann auf rechts spielen. Jetzt soll es schnell gehen über die rechte Bahn. Mike Vetter, ja, beißt nochmal drauf. Also. Aber so wie es aussieht, Schiedrich hat gewinkt. Wahrscheinlich wurde Vetter gehalten am Trikot und Freistoß von OFC. Vetter gewinkt oder gewunken? Ich weiß es nicht. Gewinkt. Es wird gewunken gesagt. Richtig ist gewinkt. Also gut. Na gut, also da müssen wir jetzt die Germanisten nochmal auf den Plan rufen. So, Donnerschlag, der OFC ist wieder da. Kulinarische Grüße sendet KS Gourmet, Kiefer und Schmidt, Party Service und Catering, Uli, Marion, Manuel, Axel, Thomas und Mirko. Ah ja, klar. Und das ist auch unsere Lieblingskantine. Also, und übrigens, das ist übrigens auch, ja, jetzt gucken wir mal, denn der OFC, der kommt schon der nächste Freistoß vorne gefährlich rein. Das ist nämlich auch der Ausrüster hier für den OFC. Also, wenn die Jungs gut Fußball spielen, da wisst ihr, haben sie wieder gutes Essen von KS Gourmet Kiefer bekommen. Und wenn die Jungs dann fertig sind und noch was übrig gelassen haben, dann dürfen wir von der Geschäftsstelle auch noch an die Fleischtöpfe Ägyptens ran. Ja, genau. So, jetzt wieder hier außen. Wir sind schon. Oh, und wieder ein Foul. Ja, wer ist das? Adam. Adam hat ihn in die Hacken getreten, nachdem der David Thuma da durch ist. Also, mir gefällt es sehr lange Bälle, sehr, sehr genaue Bälle. Man muss vielleicht noch was zum Spielfeld. Also, das ist. Der OFC ist in einer tiefen Krise, schon 10 Minuten ohne Tor. Ja. Wie konnte das passieren? Ja.
Eben hatten wir die Szene geschildert, dass ein Spieler von uns hinten ausgerutscht ist im Sand. Es ist sehr eng hier außenrum. Also hier, wo wir sitzen, ist es ein ganzer Meter zu einer Steinmauer. Also wenn es hier so einen harten Zweitkampf wird, dann kann das böse enden. Aber gut. Weiter im Spiel. Ja, das war die nächste Riesenmöglichkeit für den OFC. Ja, ja, Kapstein und Fetsch, die wollten das Ding da reindrücken. Das war die Riesenchance für 7:0. Aber jetzt gibt es erst einmal Abstoß. Eieiei. Glückwunsch an die Mannschaft und an euch beide. Aber eins ist klar, schreibt hier der Harald Weber. Und wir grüßen unseren Freund und lieben Kollegen Kaspar Lauk, der hier immer mit unseren kompetenten Kommentaren ja, das ganze Spiel wunderbar auch verkleidet. Und heute, ja, Thomas, bist du dabei und du hast uns heute hier ja, zum Sieg gebabbelt. Naja, also ich denke, das hat die Mannschaft gemacht. Das ist auf jeden aber ja, es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Also ja, also der Kaspar ist der bessere Kommentator. Bei mir gibt es 3 Punkte. Das ist wirklich klasse. Wir überhaupt alle, muss man sagen, in unserem Team, auch der Marius und jetzt auch der OFC wieder unterwegs, geht schnell über die rechte Seite. Jetzt muss er kommen in die Mitte rein. Genau, da kommt er auch auf Fetch, oder? Nee, Sobota, der steht dort hinten. Ronny Marcos, ganz auf der linken Bahn. Der legt ihn sich erst einmal runter. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Bojai! Ja, da hat er ihn, da hat er ihn. Oh, da stand der Torhüter genau richtig. Aber, ja, klasse rausgespielt. Tolle Flanke von Ronny Marcos und Bojai dann per Kopf. Ja, das hätte durchaus das 7:0 sein können. Ja. Also ein wunderschöner Kopfball. Fächer hat auch bereit gestanden. Ball war ein bisschen länger, aber der Torhüter sehr gut gehalten. So, jetzt die Balinger schießen den Ball nur noch raus. Wir holen den, wir fangen den Ball ab. Also die kommen selten über die Mittellinie. Wahrscheinlich haben sie den Zahn schon gezogen. Als wir in der Halbzeit spazieren gegangen, ist ein verletzter Spieler rumgelaufen, hat gesagt, ja, er hört jetzt auf. Und das sagte der andere Spieler, naja, bei dem Spielstand macht es ja keinen Sinn, sich zu quälen. Also, ja. Also ich sage es nochmal, wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht das Laufband läuft. Da habt ihr die Kontoverbindung der Offenbacher Kickers. Und wem das auf einen Schlag zu viel ist, der kann sich das auch einteilen mit 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 €. Wäre toll, wenn ihr zum Jahresanfang euren Beitrag, euren Unterstützerbeitrag für Fanradio und Kickers TV entrichtet. Vielen Dank all denen, die das schon gemacht haben. Das Spiel ist unterbrochen. Deswegen können wir das ein bisschen ausführen, denn jetzt gibt es nochmal einen Wechsel, nochmal einen Doppelwechsel. Es dürfen ja heute am ersten Spieltag 5 Mann insgesamt ausgewechselt werden. Zu bestimmten Zeiten haben wir gelernt, also in der Halbzeit, beziehungsweise dann auch einmal in der Halbzeit, in der ersten, einmal in der zweiten Halbzeit, gibt es feste Zeiten sozusagen. Das scheint jetzt hier der Fall gewesen zu sein. Und da haben wir das hier auch gut überbrückt und dann geht es auch weiter hier auf der rechten Bahn für den Balinger SC. Ja, die es selbst nicht so richtig glauben konnten. Wir hatten hier in der Halbzeit so ein paar Gespräche mit den Verantwortlichen und ja, konnten es gar nicht so richtig erklären, woran es denn jetzt gelegen hat. Sie sagen einfach, brutal gnadenlos, wie der OFC hier gespielt hat. Das war deren Fazit. Ja, wobei sie auch recht haben. Also alle super verwandelt. So, jetzt bereiten sich bei uns die drei. Ja, vor allen Dingen, jetzt soll auch noch ein Stürmer kommen, weil der OFC muss ja mal was fürs Torverhältnis tun. Genau, es wird mal Zeit, es wird ein Tor. Soriano soll jetzt kommen. Ja. Und dann geht es gleich jetzt hier weiter, denke ich und hoffe ich doch. Dann haben wir hier noch schnell was. Ich grüße Tom und Katrin sowie meine Freundin Karina. Heute ist ein schöner Tag, der OFC gewinnt und Mannheim verliert. Liebe Grüße vom Dennis. Und jetzt geht es dann tatsächlich weiter mit dem Freistoß für Balingen. Da kommt er oben rein. Na ja, so gefährlich war es dann doch nicht. Thomas, ganz, ganz ruhig bleiben. Da brennt nichts an heute. Ja, es war doch weiter weg, als ich am Anfang dachte, aber gut. Aber oh, Balingen stürmt doch wieder nach vorne. Also jetzt mit den neuen Leuten, aber die Abwehr steht sicher. Bojai, der voll. Oh, da hat er ihn voll in die Hacke getreten. Uiuiui. Und dann Flauder aber auf dem Posten, ganz klar. Hat das Ding ja gefangen. War er richtig unten. Aber zuvor, da hat er schon da einen Tritt abbekommen. Aber wie auch immer. Heute kann der OFC gar nichts erschüttern. Und der Torschütze zum 1:0, Malte Kapstein, der hat jetzt hier das Spielgerät wieder freigemacht. Und da kommt der OFC. Ja. Ist nicht zufrieden, das Reto. Der hat jetzt hier nochmal mächtig Kommando gegeben. Thumann nochmal gesagt, wie er das machen muss. Also, ihr habt es eben mitbekommen. Und jetzt gibt es Doppelwechsel auch bei OFC. Hussein Basic kommt und Soriano. Also, da wollen wir nochmal richtig nachlegen. Fetschi wird wohl kommen. Also, ja. Mal sehen. Ich glaube, Fetsch muss
dann vom Platz. Ja, ja, geht auch auf der anderen Seite. Fetsch und Bojai. Okay. Fetsch und Bojai gehen. So, okay. Wechsel hier 2 Meter von uns. Gut, also Fetsch wird nichts mit dem dritten Tor, aber ich denke, 2 ist schon eine super Ausbeute. Hätten wir es vorher einer gesagt, hätte ich gesagt, super Ergebnis. So, mal schauen, was jetzt so passiert. Wenn 2 neue Stürmer kommen beim Stand von 6:0 für uns, interessant. So, was haben wir jetzt? Haben wir die 65. Minute. Ja, und wenn unser Kameramann oben alle Tore schön aufgenommen hat, dann habt ihr viel Spaß hier dann auch nochmal im Replay. Also weiter geht's. Die Balinger im Rückwärtsgang versuchen es jetzt hier mit dem Neuaufbau, ja, über die halblinke Bahn. Ohne Raumgewinn, nee, da wird nochmal ganz zurückgespielt und das gibt dem OFC Gelegenheit, eigentlich hier wieder, ja, früh die Kreise zu stören. Aber so ganz, ganz hoch steht der OFC jetzt nicht mehr. Versucht jetzt die Ballinger vielleicht auch mal ein bisschen kommen zu lassen, um dann vielleicht noch über Konter was zu machen. Ja, ich suche gerade, wer da bei Ballingen raus ist. Fallerhain scheint raus zu sein. Das war ganz gut, er war ganz gut auf Außen. Aber Balling versucht jetzt über rechts, wieder mit dem langen Ball, aber Markus, der trabt da in, holt den Ball und spielt ihn wieder nach vorne. Also super Umschaltung, Hussein Bajic stürmt schon wieder, versucht früh zu stören. Das heißt, wir haben den Ball schon, Sobotta holt den Abpraller, marschiert in den Strafraum, jetzt die Frage. Den musst du machen. Und das war ja das, was Reto ihm vorhin noch mitgegeben hat mit einem kleinen Klapser. Das hat belohnt dich. Naja, und vielleicht jetzt, da hat er die Möglichkeit erneut. Da ist er nämlich jetzt wieder am Spielgerät auf der linken Bahn. Also der wird jetzt hier auch nochmal richtig Gas geben. Marcel Sobotta. Thomas hat die Sprache verschlagen. Ja, ich habe erstmal geschaut, was da passiert. Ich sehe hier nicht alles. Du sitzt ein bisschen besser. Also ich sehe da die Ecke nicht. Ich sehe jetzt auch nicht den Einwurf. Es ist wohl Einwurf für Balinger. Ja, ich guck mal. Ja, da ist es tatsächlich. Hier die Balinger linke Seite. Die versucht jetzt den Ball nach vorne zu bringen. Aber OFC steht einfach gut. Ja, jetzt versuchen sie es durchs Zentrum. Da hat er den freien Mann gefunden. Ja, jetzt geht es schnell hier mit dem Flügelwechsel. Da hat er viel Platz im Mittelfeld. Aber da ist Schluss mit Lustig. Zelenetski. Und das ist Tuma. Der hat sich ganz auf die rechte Seite rüber gestohlen. Wird dort gefoult. Freistoß. Schiri steht gut. Und gelb gibt es noch dazu. Gelbe Karte eindeutig. Dritten in die Hacken. Taktisches Foul. Und das war, denke ich, einer von den neuen Spielern. Und zwar Siegert. Jonas Siegert. Der Stress verewigt hat mit der gelben Karte, nicht mit dem Tor. So, wieder Freistoß, halb rechts. Wir sind der Hälfte der Balinger, halb rechts. Wahrscheinlich wird den wieder Dennis Thuna reinbringen. Interessant, der letzte Mann ist Labravot mit Marco. Alle anderen sind vorne, das heißt, die beiden Verteidiger sind vorne, warten darauf, dass ein hoher Ball kommt, dass sie vielleicht im Kopf bei sich verewigen. Also jetzt kommt der Ball rein. Immer noch geflogen. Jetzt Sobotta hat ein erstes Mal rausgenommen und dann abgezogen mit links. Ja, das war Hussein Basic, der frisch eingewechselte Youngster. Der ist auch frech, der hat Mut. Der hält einfach mal drauf. Also, das wäre doch eine tolle Sache gewesen, wenn er da gleich hier sozusagen fast mit der ersten Aktion getroffen hätte. Liebes Fanradio-Team, super emotionale Reportage. Danke, Lotte und Thomas vom Offenbach grüßen euch. Und die Kickersbube rot-weiß und endlich mal wieder. Ja, da sind sie ganz begeistert mit dabei. Und jetzt erst einmal der weite Abstoß. Aber schon wieder zurückerobert. Ich glaube, Tuna Dennis war da am Spielgerät. Die Balinger jetzt in der Umschalte im Vorwärtsgang. Ja, da kann er erst einmal nur auf die linke Bahn rausspielen. Schon wieder Tuma dazwischen. Ja, der auch jetzt auf der rechten Seite richtig wirbelt. So, gerade erfahre ich von unserem Chefstatistiker, dass der höchste OFC-Auswehrsieg ein 9:2 in Hanau in der Oberliga war. Damals könnten wir heute noch toppen, schreibt er. Rot-weiße Grüße, Klaus Pfannmüller. Naja, also jetzt wollen wir nicht größenwahnsinnig werden. Das, was wir bis hier gesehen haben, das ist schon richtig toll, aber ganz klar, theoretisch ist es möglich. Und was war da los, Thomas? Du erzählst uns. Ja, also außen, David Tuma hat einen auf die Sockenburg ganz ordentlich, und zwar von der 22, denke ich. Also vollkommen unnötig, es ging gar nichts. Und Tobias Klein hat den
ja, volle Kante durchgezogen. Aber es scheint so weiter zu gehen. Also 20 Minuten noch offiziell hier zu gehen. Und ganz ehrlich, jetzt muss man ja froh sein, wenn das hier alles, wenn jetzt alle sauber hier nach Hause kommen und keiner sich mehr verletzt, dann ist das eine Riesengeschichte. Wir hatten ja vor dem Spiel gesagt, mit dem 1:0 wären wir schon glücklich und zufrieden. Umso mehr freuen wir uns, dass das hier wirklich wie aus einem Guss gelaufen ist. Der UFC wirklich auch in dieser, ja, bei diesem Spielstand wirklich verdient so in Führung. Kann man nicht anders sagen. Das war stellenweise schon ganz, ganz grandios. Und jetzt an den Pfosten rechts noch einmal. Sobotta, ja, ja. Sobotta. Er soll sich ja noch belohnen. Und warte mal, jetzt zweimal hat er nicht getroffen und beim dritten Mal, da wird das Ding reingehen. Pass mal auf, also da kommt noch was. Gut, wollen wir es hoffen. Also wir sind zufrieden, der Trainer, der hört sich anders an. Ich glaube, jetzt kommt sogar noch, wenn ich das richtig sehe, wer ist denn das? Diersen kommt noch. Also, jetzt schauen wir erstmal auf die Ecke von der rechten Seite, Tonai Dennis. Ah, da hebt er die Hand, jetzt kommt er reingeflogen. Ja, Jelenetski steigt hoch zum Kopfball und der zweite Ball ist im Anflug. Ja, toll gemacht von Tuma, auf der Außenbahn versucht er vorbeizugehen. Ja, wollte Elfmeter haben. Ja, ist leider gegen uns, aber trotzdem vorher. Ja, aber vorher. Er nimmt den Ball, geht an zwei Ballingern vorbei und als er ihn vorbei wollte, hat er den Ball verloren. Aber es war eine super Aktion von Thoma, der mir super gefällt auf der rechten Seite, wie der da durchgeht. Hut ab. Wahnsinn. Ja, Hut ab, das ist genau die richtige Zusammenfassung, nicht nur was die Einzelaktion angeht, sondern die gesamte Mannschaftsleistung und auch, was kann man da gar nicht anders sagen, der Trainer hat ja auch wirklich alles richtig gemacht, von Anfang an hier richtig gesagt, Feuer, geht's nach vorne, macht, gibt richtig Gas und das hat gepasst, also muss man sagen, die richtige Aufstellung hat er allemal gewählt. Ja, wunderbar, auch die Wechsel gefallen mir, ist weiter offensiv und wenn ihr ihn im Hintergrund hört, er ist hier 1,50 Meter vor uns, er gibt noch Kommandos, er ist mit 6:0 noch nicht zufrieden, er will noch mehr. So, Balin jetzt im Angriff, aber das ist, die Abwehr steht zu gut. Marcos holt den Ball, wird aber gefoult, aber es geht weiter. Du sprichst von der Abwehr, das war Soriano, der erste Abwehrmann sozusagen gespielt hat. Das ist ja eigentlich ein nomineller Stürmer und jetzt hat er abseits gepfiffen und das ist die Möglichkeit zu wechseln. Jetzt kommen Diersen und Lemmer noch ins Spiel und die beiden, die machen jetzt nochmal richtig Betrieb, da bin ich ganz, ganz sicher. Also Tim Diersen und Jakob Lemmer. Mal sehen, wer rauskommt. Laprivat kommt raus, ja. Laprivat und so, jetzt, wer ist der Zweite, der rausgeht? Also, jetzt habe ich ihn gleich schon zum Interview bestellt. Es war nämlich die Offenbach Post, die ihn bestellt hat. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Und da brauchen wir noch einen O-Ton. Und Tuma geht raus. Da, wo Tuma nach einem super Spiel geht raus. Ja, und Lemmer kommt rein. Hat er sich verdient? Ja, hat er sich verdient, ja. So, jetzt sind wir gespannt. Die Schlussphase. Noch sind 17 Minuten exakt zu gehen in der offiziellen Spielzeit. 6:0 führt der UFC auswärts. Naja. Kickers Herz, was willst du mehr? Jetzt, ja. Malte Kapstein, ja, erstmal zurückgespielt auf Flauder. Ja, und erstmal flach runtergelegt. Tim Diersen mit der ersten Ballaktion, die hat gut funktioniert. Ist ja immer wichtig, dass der erste Ball gleich sitzt. Das stimmt, das gibt Sicherheit. Und wie gehen wir da außen? Wir haben jetzt sehr, sehr viele Räume spielen hinten rum, ganz sicher. Also sehr gut. Und Balingen presst, gibt uns natürlich dann beim tiefen Ball, gibt uns natürlich dann die Möglichkeiten, schnell nach vorne zu stoßen. Und das macht jetzt auch Tonai Dennis. Spiel nach außen auf Lemmer. Ja, da gibt es einen Platz jetzt hier. Ja, rechts rausgelegt. Weiß ich nicht, ob das Abseits ist. Nein, Reto, der flucht auch. Das kann kein Abseits sein, sagt er. Nein. Also haben wir auch so gesehen. Das war auch kein Abseits. Also unmöglich. Nein, kein Abseits. Nein. Also. Na gut, dann geht's weiter mit Balingen. Ja, versucht erstmal quer zu spielen. Unverständlich, ja, aber für uns soll das recht sein, denn Cello, der springt gleich drauf sozusagen. Ja, und Malte Kapstein nochmal nach vorne. Soriano schön mit der Brust mitgenommen. Ja, Tonai Dennis im Zweikampf. Ja, jetzt erst einmal das Spielgerät
in Richtung der Badener gewechselt, aber Karpstein sieht den freien Mann auf rechts, Lämmer weitergeleitet auf Mike Vetter, immer noch lustig anzusehen. Und wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist, ne? Denn das war schon, sah böse aus, hat Blut überströmt, musste ein neues Trikot haben. Seitenwechsel auf Markhorst, er den Ball super gut annimmt, wieder zurück auf Karpstein. So, jetzt geht es über Thoma. Also man zieht jetzt das Spiel ein bisschen auseinander, um Platz zu schaffen. Und Vetter wieder auf der, ja, hat leider einen Ball verloren. Ansonsten hat er gut gewirbelt auf der rechten Seite. Mal schauen, was jetzt mit Lämmer in den letzten Viertelstunde noch passiert. Ich denke, die werden da noch genug Dampf machen. Jetzt Barling wieder im Angriff, spielen die Mitte. Überfallartig, aber ich denke, wir stehen da relativ gut. Wir sind in der Überzahl. Und das Ganze gestoppt. Jetzt versuchen sie wieder über die rechte Seite wieder nach Mitte. Das sind die neuen Spieler. Aber zieht das Bein raus. Kämpft hier, als ob sie hier spitz auf Knopf steht. Zieht das Bein raus. Hat die Chance erst einmal vereitelt. Und die Badinger müssen weiter zurückspielen, weil der OFC alles, jeden Millimeter, jeden Quadratmillimeter hier zumacht. Ja, und das gefällt mir wunderbar, dass man bei so einem Stand noch so kämpft. Also eben dieser Spagat, das war ja genial. Das Bein wurde ja 4 Meter lang, um an den Ball zu kommen. Also herrlich. Den haben wir ja in der Pressekonferenz entsprechend angestachelt. Er muss mal wieder ein Tor machen. Ja, hat er ja gemacht. Hat er gemacht, ja. Naja, ja, und ich habe das vorhin kurz erzählt. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Der Adi Wähler, der hat da vorhin gesagt, heute Morgen dann früh beim Metzger, also für jedes Tor, was wir mehr geschossen haben als der Gegner, gibt es 40 Euro Unterstützungsbeitrag. Und das wären jetzt 6, das sind jetzt 240 Euro. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, für deine Unterstützung der Offenbacher Kickers für sein Fanradio und Kickers TV. Und weiter geht's jetzt hier mit Balingen. Aufpassen noch einmal. Jetzt versuchen sie es hier so ein bisschen hinten rum, um den Kreis zu spielen. Ja, und dann der öffnende Pass ist gut. Der ist viel zu öffnend. Der ist drüben auf dem anderen Spielfeld angekommen. Also im Seitenaus. Und so bleibt's beim 6:0, 77. Spielminute. Und ja. Markus Albuch, OFC. Ich muss mich da ein bisschen rauslehnen, weil man hier vor lauter Gestecken nicht viel sieht. Aber die Ballinger, wer im Angriff sind, bei uns auf der Hälfte. Rechts außen, bringt er in den Strafraum rein, aber er kriegt einen Ball abgenommen von Markus. Markus hat den Ball weggenommen, schießt ihn raus, aber dazu ungenau. Vollkommen humorlos. Einfach den Ball abgenommen da hinten in der Abwehr. Also die Offenbacher machen das richtig, richtig gut. Und jetzt geht es weiter in die richtige Richtung, nämlich hier Richtung Balinger Tor. Also, ja. Dann muss der Einwurf jetzt gleich kommen. Es scheint Ronny Markhorst zu sein. Ich sehe das hier nur durchs Gerüstgestänge. Ja, kann ich. Ja, doch, das ist Ronny Markhorst. Und da hat er erst einmal Soriano gefunden, der gleich auf Tunay Dennis weiterleitet. Und jetzt geht's schnell. Mike Vetter, 10, 15 Meter rausgelegt. Jakob Lämmer, vielleicht jetzt die Flanke. Oder nochmal. Ja, da kommt er vorne rein. Ah, vielleicht auf den zweiten Pfosten. Nee, der ist zu weit. Den kann Cello nie und nimmer noch bekommen. Ja, der war super, super. Aber ein bisschen zu hoch, wenn der ein bisschen kürzer ist. Da steht er alleine da. Aber gut. Ich denke, wir stehen immer noch, wir attackieren jetzt auch. Also Balling hat Probleme, überhaupt aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Meistens machen sie drei Pässe quer und dann spielen sie vorne. Hier vorne vor uns steht jetzt der Herr Fischer, der Santiago Fischer, der ist ein bisschen frustriert, so wie ich das Gesicht sehe. Läuft da nur halbherzigen Ball hinterher. Sie ihm verdenken, dass er klar, dass das heute keinen großen Spaß macht. Ja, rot-weiße Grüße aus Vellmar von Nico und Hans-Manfred Jung. Die schreiben wieder eine tolle Übertragung. Das Ergebnis ist ja der Wahnsinn. Mein Vater und ich grüßen die ganze Kickers-Gemeinde. Was ein geiles Spiel unserer Jungs. Mein Vater und ich müssen erst einmal uns zwicken, ob das wirklich wahr ist. Es ist wahr. 6:0 für der OFC. Auswärts bei den heimstarken Balingern, die hier noch kein Spiel verloren haben, ja noch nicht einmal ein Tor bekommen hatten, 412 Minuten lang, also ja, fast 5 Spiele kein Tor gefangen und heute hat es gleich 6-mal eingeschlagen. Da war, früher haben wir gesungen am Fanblock, kennst du auch noch, ne? Heute war die Kickers mit dem Hammer wieder da. Genau. Heute war die Kickers mit dem Hammer wieder da. Und heute ist der Vorschlaghammer. Das war der Vorschlag haben wir heute, mein lieber Mann. So, jetzt wird es Abschluss geben von Dennis Müller, dem Mann mit der Nummer 1 auf Balinger Seite. Ja, und ich
hatte ja in der Pressekonferenz die Badische Zeitung zitiert, die in den höchsten Tönen von Balingen gesprochen haben. Und es war ja auch absolut gerechtfertigt für die tolle Leistung. Ich bin mal gespannt, wie diesmal der Bericht ausfällt. Wahrscheinlich wird er diesmal auch vom OFC schwärmen. Ja, diesmal vom OFC. Und ich erinnere nochmal an die Spiele, die wir schon hatten. Also Balingen ist nicht zu unterschätzen. Wir haben es hier immer schwer getan. Also das Ergebnis war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Und wie gesagt, auf dem Hinweg, also was keine, ja, vor drei, vier Stunden haben wir gesagt, wenn wir 1-0 gewinnen, sind wir bärenstark und froh. Und jetzt stehen wir mit 6-0 da. OFC verteidigt wieder super. Es war ein Ball in die Tiefe. Marcos und Karpstein haben den Ball abgedeckt, haben den geholt. Wunder, jetzt gibt es wieder Abstoß. Flauder steht vorne. Was so aussah, als ob es direkt aus dem Fußball-Lehrbuch hier reingeschrieben wurde. Aber ich bin ganz, ganz sicher, der Trainer, der wird das schon richtig mit den Mannen, der wird sie nicht abheben lassen. Der wird schon noch genug gesehen haben, was er noch verändern und verbessern kann. Ja, das ist auch jetzt, man hört die Kommandos, dass er jetzt schon, also er coacht immer noch beim 6-0. Also es ist nicht so, dass er jetzt sagt, gut gemacht, sondern er sagt noch, gut, aber das könnt ihr doch verbessern. Ja, also allzu groß wird die Standpauke dennoch nicht ausfallen in der Kabine. Ja, das stimmt, das erwarte ich auch. Ja. Ich glaube eher, dass ein Lächeln im Bus sein wird. Und jetzt wieder, wer ist das? War das Lämmer? Lämmer da außen? Nein, Hussein Baic war das, glaube ich. Ein super, super Konter wieder. Aber Balingen hat den Ball, ist jetzt über die Mittellinie. Da bleibt aber auch nicht mehr. Jetzt kommt ein Seitenwechsel. Jetzt kommt der Seitwechsel, die Balinger über die linke Seite. Jetzt sind sie mit Mann und Maus zum ersten Mal seit langem wieder vorne. Karpstein blockt den Ball ab, wieder ein Spiel nach außen, der direkt flankt. Oh, da haben Mann und Maus verpasst. Also Fischer stand in der Mitte, aber der Ball ging einfach 2 Meter zu weit. So, jetzt auf der anderen Seite Soriano gegen 3 Mann, keine Chance. Okay, Balinger hat den Ball, spielt hinten rum. Suchen jetzt wieder, wie sie nach vorne kommen, aber wir stehen einfach zu gut. Naja, sie suchen den Weg, sie suchen und die Bezeichnung, die trifft, sie suchen. Und hier, jetzt versuchen sie es ein bisschen über die rechte Bahn. Oh, Markus dazwischen, kleiner Pressschlag, weiter geht's. Ja, aber da geht's, müssen sie wieder hinten rumspielen. Und jetzt versuchen sie es noch einmal, aber immer wieder gepresst. Also der OFC macht dort hinten richtig, richtig dicht. Ja, den Riegel sozusagen hervorgeschoben. Hä? Der Riegel-Rudi gab es früher. Kennst du den noch? Der Riegel-Rudi. Ja, genau. Naja, es ist schon erstaunlich. Also eben kam Ball wieder auf Santiago Fischer, wie Jelinski hinten dran steht und dagegen drückt und ihn überhaupt nicht gewähren lässt. Also das ist schon Wahnsinn. Also das und wie gesagt, das ist nicht irgendjemand, das ist derjenige, der mit 2 anderen 12 Tore geschossen in der Regionalliga Süd. Jetzt ein super Ball nach vorne. Ja, der Torwart ist weit draußen und Lämmer, der versucht das Ding jetzt noch. Da hat er noch ein bisschen Zeit gehabt, ne? Da hätte er es doch ein bisschen ruhiger angehen können. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Also das wäre dann vielleicht sogar der 7-0 gewesen. Aber gut, wer will es ihm verdenken? Hat er versucht, schnell hier das Missgeschick des Torhüters zu nutzen. Ja, ist dann doch sehr weit raus gewesen, konnte den Ball nicht kontrollieren. Und Lämmer hat es dann versucht, an ihm vorbeizuschlänzen, das Bällchen. Ja, und ich schaue zur Uhr, 7 Minuten offiziell noch zu gehen. 6-0 für der OFC beim Balinger SC. Und es wird kühl, aber uns ist dennoch warm ums Herz. Ja, das stimmt. Bei dem Spielstand kann er nur warm, obwohl wir stark abgebaut haben in der 2. Halbzeit. Aber vergibst uns noch einmal, oder, dem OFC? Ja. Nee, also wirklich, da kann man einem nur, also da lieber bei 8 Grad hier als bei 22 Grad vor der Ventura, so kann er böse sein. Oh, jetzt ein Schuss von Schussflanke, keine Ahnung, was das sein sollte, von links außen. Aber der Ringer hat das richtig gut gemacht. Der ist da hier durch das halbe Linkfeld, dort, linke Halbfeld gesprungen. Und dann war es mal gar nicht so ungefährlich, auch wenn er dann rechts deutlich noch am Tor vorbeiging. Aber eine gute Einzelaktion hier auf Ballinger Seite. Und Abstoß wird es geben von Capitano Stefan Flauder. Ja, und wer will es ihm verdenken, dass er es nicht eilig hat? Genau. Er schaut genau, er will halt genau schießen. Und oh, jetzt, Soriano wurde jetzt nach vorne gecheckt, aber gut, egal. Balingen wieder in unserer Hälfte. Sie gehen jetzt wieder über diesen Heringer, der geht nach außen und es wird jetzt ein bisschen aggressiver, aber gut.
Jetzt müssen wir wieder zurückspielen, weil wir sehr gut vorne stehen. Ein langer Ball. Oh, an den Pfosten und da ist er drin. Oh, und Flauder ärgert sich wie Rumpelstilzchen, tritt jetzt gegen den Pfosten. Das hat dem Flauder nicht gefallen. Nee, nee. Also, da war er fast noch dran gewesen. Aber nee, nee, da war eigentlich ehrlich auch nichts zu machen. Da ging er an den Pfosten und dann war er drin. 1:6, also der Anschlusstreffer auf Balinger Seite. Es ist kein Beinbruch. Ja, ich schau gerade, wer das war. Das könnte der Köbele gewesen sein, der neu eingewechselt wurde, die 21, glaube ich. Ja, vergeben wir es mal an ihn. Dann wird es wohl so sein, wenn du das so gesehen hast. Und ich habe es gehört. Ja, ich habe es gehört, der Kollege sagt, die Aufholjagd beginnt. Na gut, schauen wir mal. Aber müssen sich beeilen, denn es sind noch 4,5 Minuten offiziell zu gehen. Ja, ja, vielleicht rechnen wir mit dem Rückspiel, ich weiß es nicht. Nee, das ist ja schon das Rückspiel. Aber gut, weiter geht's. Ja, 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 geht er in den Zweikampf rein. Und die Balinger nochmal über rechts. Ja, da ist er erst einmal durchgesteckt. Cello. Ja, 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 ganz schön ruppig. Geht er da zur Sache und so wird es wohl Freistoß für den OFC geben, oder? Also da ist... Ja, ja. Tony Dennis beim Frisch. 24 hat dann Sobota in die Hacken gedreht. Aber ich denke, das war... Der kam von hinten, war zu schnell. Ergi Alioxa ist das. Genau, war aber keine Absicht, also kein böses Spiel, sondern hat ihn einfach getroffen. Aber trotzdem, ja. Ja, weiter geht's. Wir sind schon auf der rechten Seite, wieder mit dem Badekampenstürmer. So, jetzt spielen wir zurück über Karpstein. Karpstein nach außen auf Markus. Jetzt rennen sie wieder an, also das 1-6 scheinen sie zu beflügeln, sie rennen wieder an, jetzt geht es hinten über Flauder, also ganz ruhig, es passiert nichts. Diersen als letzter Mann hat den Ball, schaut, spielt nach außen zu Zielniewski, der wieder zurück zu Flauder, Flauder wird angelaufen von Fischer, oh, spielt ihn zu Markus, Markus zu Sobota und jetzt geht es wieder über die linke Seite. Das ist ein Kombinationsspiel, also versuchen sie es, allerdings erst einmal hängen geblieben. Und so probiert sie Ballinger, es bleibt beim Versuch. Malte Kapstein hat die Kugel und jetzt wird neu aufgebaut hier über Tim Diersen. Aus dem Zentrum heraus, rechts rausgelegt, ganz auf die Außenbahn. Ja, und... Das war Hussein Basic, Soriano, alles Frischlinge sozusagen, frisch neu im Spiel. Und jetzt Freistoß OFC direkt auf der Mittellinie. Also, da wird es nochmal Freistoß geben. Zielniewski weit nach vorne geschlagen auf Cello auf der linken Bahn mit der Brust erstmal schön angenommen. Ja, da hat er gleich zwei um sich herum, das ist ein bisschen viel. Oh, warum pfeift er denn da? Also, hätte ich eher fast andersrum gesehen, aber gut, Freistoß wird es geben für Balingen. Soll uns recht sein, 2,5 Minuten noch hier am Kaiserstuhl. Der OFC führt 6:1 auswärts und Balingen im Vorwärtsgang. Haben jetzt in den letzten Minuten dann ja doch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Oberwasser oder gedrückt, aber das finde ich gut, dass sie Moral beweisen und versuchen weiter mitzuspielen. Ja, also und die spielen auch nicht schlecht. Also das ist schwer jetzt gegen uns, weil wir sehr viel Oberwasser haben. Jeder läuft für den anderen. Also das ist bärenstark, was wir da auch in der Abwehr leisten. Ja. Und es ist interessant, dass mittlerweile, das hat Fischer hat sich zurückfallen lassen, hat eben beim Aufbau geholfen, wie bei uns vorher Fetsch. Und wir versuchen immer wieder in die Spitze zu spielen, auf die neuen Leute, auf Probst mit der neuen und auch auf den Torschützen, auf Köbele. Also es ist alles, ja, sieht sehr gut aus. Jetzt Freistoß in unserer Hälfte von rechts. Und ja, für die Balinger, oh, jetzt kommt der... Nochmal Freistoß jetzt hier, das Ganze, ja, 38 Meter halb rechte Position, da kommt er vorne rein, ja, ja, in den Strafraum. Aber es wird nochmal Ecke geben von der linken Seite für Balingen. Naja, sie bäumen sich schon nochmal auf, aber es ist natürlich ein bisschen spät, da jetzt noch eine Minute offiziell zu gehen ist. Und gut, sie sind natürlich auf Ergebnis Kosmetik aus. Ja, jetzt fängt die Aufholjagd an, hat er doch gesagt, da unser Nachbar da. So, weiter geht's jetzt. Oh, oder ist er ausgerutscht? Ist er ausgerutscht? Aber jetzt kommt er rein. Ja, ja, aber erst einmal gut rausgeköpft hier auf Offenbacher Seite. Und dann soll es schnell gehen in den Strafraum. Was hat er jetzt gepfiffen?
weiß ich jetzt nicht, warum wir jetzt Freistoß bekommen. Ich habe noch nichts gesehen, aber gut, den nehmen wir gerne mit. Direkt vorm Strafraum wird es Freistoß geben. Aber interessante Szene eben, der Spieler läuft an, um den Eckball zu treten, stolpert nach zwei Schritten, fällt hin, steht auf und in einem Zug und spielt den Ball rein. Ich hätte also erwartet, dass er abstoppt und neu anläuft. Also hat interessant ausgesehen. Also wirklich beim Anlauf zum Eckball gestolpert. So, wir wieder über Diersen, der nach rechts spielt. Wer ist das? Über Lämmer über die rechte Seite, geht dann den Spieler vorbei, wollte dann zu Hussein Beitsch passen, aber die Balinger klären zum Einwurf. So, Einwurf wieder. Na. Und dann pfeift aber auf die Sekunde ab. Also 90 Minuten sind rum. 6:1 gewinnt der OFC. Und damit verabschieden wir uns. Am Mikro sagt tschüss, Lars Kissner. Und Thomas Ohanka.